Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute ein bisschen durch diesen Abend führen darf. Vielleicht ein paar, ja, ich sage mal, Entschuldigungen vorweg. A, werde ich mir erlauben, heute auf Titel zu verzichten. Es haben alle am Pendel einen Titel. Macht's kürzer. Sollte ich mich versprechen und jemanden duzen, bitte ich schon vorab um Verzeihung. Ich werde es versuchen, aber trotzdem formell korrekt zu machen. So, dass einmal vorweg zum Präludium. Ich möchte eigentlich mit etwas anfangen und kurz einleiten auf unser Thema. Warum haben wir uns dieses Thema Arbeiten 4.0 oder die neue Welt des Arbeitens eigentlich angesehen? Und es gibt einen Wirtschaftswissenschaftler, der wahrscheinlich vielen, die Wirtschaft studiert haben, wir haben darüber uns gut unterhalten, der Josef Schumpeter wird vielleicht vielen etwas sagen, manchen weniger, aber der Josef Schumpeter war in der Ersten Republik unter anderem Finanzstaatssekretär, hat dann in Harvard unterrichtet und hat schon 1911 ein Stück verfasst, hat eine These aufgestellt zum Thema wirtschaftlichen Entwicklung, und darin hat er schon gesprochen vom, ich nenne es, destruktiven Konstruktivismus. Die Wirtschaft funktioniert nun mal so, dass das Bessere das Althergebrachte ersetzt und vernichtet. Das wussten wir schon seit 1911. 1923 hat das noch einmal ein bisschen überarbeitet. Aber es ist nichts Neues. Wir haben die industrielle Revolution hinter uns gebracht. Das hat massive Änderungen in der Arbeitswelt gebracht. Und wir stehen nicht vor einer Revolution, sondern wir sind mittendrin. Und von wegen, wir sind mittendrin, wenn wir zum Beispiel die Diskussion verfolgen, Uber versus Taxi-Innung, dann würde ich meinen, das ist ein Scheingefecht. Weil in ein paar Jahren, so meine Prognose, und ich glaube, das teilen wir hier, werden wir die autonomen Fahrzeuge haben. Und dann brauche ich weder einen Uberfahrer noch einen Taxifahrer. Ergo müssen wir uns überlegen, was und welche Spielregeln wollen wir uns geben, damit wir als Gesellschaft hier damit gut zu Rande kommen. Aber nachdem es heute nicht um mich geht, ich wollte ein paar einleitende Worte machen, würde ich jetzt unsere Teilnehmer bitten, und ich habe mir erlaubt, weil es ist schwer, zwei Frauen, zwei Männer, wen gibt man die erste Stimme etc. Ich habe mir erlaubt, dass ich jetzt einmal die Teilnehmer anspreche in Richtung der alphabetischen Reihenfolge des Familiennamens, damit ist es neutral und zufällig ist es dann immer abwechselnd. Und ich darf unseren als erstes mit dir, liebe Claudia, beginnen. Gestrigen tollen Auftritt in 2 Minuten 2 Millionen. Ich hoffe, Sie haben es alle gesehen. Darf ich dich einmal um ein einleitendes Statement aus deiner Sicht von Wiser bitten, dass du mal hier eröffnest? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, die Frage, die Sie uns ja geschrieben haben, war eigentlich, was ist so die Zukunft der Arbeit? Und ich finde es dann immer ganz spannend, sich eigentlich die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Zukunft oder wie sieht eigentlich der Mitarbeiter der Zukunft aus? Und der Mitarbeiter der Zukunft sieht ganz anders aus, als er vielleicht vor 20 Jahren ausgesehen hat. Und zwar nicht jünger und digitaler. Meine Firma beschäftigt sich ja mit der Reintegration von Pensionistinnen und Pensionisten, die weiterhin flexibel irgendwie in Projektarbeit sich engagieren wollen und arbeiten wollen. Und was wir auch merken, ist, dass die Babyboomer-Generation oder quasi die modernen Pensionisten auch eigentlich dieselben Wünsche haben wie die Millennials, nämlich Flexibilität, sinnvolle Arbeit, Tools, die einen unterstützen und nicht blockieren, und definitiv auch einfach sehr familienfreundliche Arbeitsplätze. Und ich glaube, so wird zumindest meiner Ansicht nach die Zukunft der Arbeit sich gestalten. Also es wird familienfreundlicher werden, es wird diverser werden auf allen Ebenen und es wird flexibler werden. Vielen lieben Dank. Apropos Flexibilität, das ist ja das, was von Arbeitnehmern immer wieder gefordert wird, die müssen mehr flexibel sein, jetzt dürfen wir Gott sei Dank 12 Stunden am Tag arbeiten. Lieber Federnen, herkommen, darf ich dich vielleicht um deine Sichtweise der Dinge zur Einleitung bitten? Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Wir in der Arbeiterkammer beschäftigen uns natürlich auch mit der Zukunft der Arbeit, und da spielt die Digitalisierung wie überall anders aktuell natürlich eine sehr große Rolle.
In diesem Zusammenhang haben wir schon viele Fragen gestellt und festgestellt, dass es von Branche zu Branche sehr unterschiedlich aussehen kann, wie die Digitalisierung Arbeitsplätze verändern kann. Zu dem flexibel Arbeiten oder das Neue verdrängt das Alte, was Sie eingebracht haben, ist für uns auch wichtig festzuhalten, dass Innovation ein kollektiver Prozess ist. Das heißt, dass die Innovationen mittels derer, die jetzt großen Technikgiganten erfolgreich geworden sind, sehr häufig ihre Wurzeln in mit öffentlichen Mitteln finanzierten Grundlagenforschung entstanden sind. Und jetzt die Frage quasi ist in der Machtkonzentration, die wir erleben, ob quasi die nächste neue Generation auch wieder die Chancen hat, hier aufzubrechen. Also was wir beobachten, ist eine gewisse Machtkonzentration und eine mögliche Verhinderung des nächsten Innovationszyklus. Was die flexible Arbeit anbelangt, ist die sicher gefordert. Ich glaube, die wird von allen gefordert. Sie bedeutet nur jeweils ein bisschen etwas anderes. Und ich glaube, das gilt es mit zu bedenken. Das ist, sprich, die Frage der Autonomie. Wer bestimmt, wann wie viel gearbeitet wird. Ich glaube, darüber muss man immer sprechen. Gegen 12-Stunden-Tag per se spricht nichts. Unsere Vorstellung wäre gewesen, dass es zumindest bei der 40-Stunden-Woche bleibt. Die Frage ist aber quasi, wie unendlich sich das ausdehnen lässt und auf wessen Wunsch hin länger oder kürzer gearbeitet wird. Und natürlich geht es uns darum, dass bei all diesen Diskussionen die Arbeitnehmerinneninteressen nicht zu kurz kommen, denn es geht auch in dieser Diskussion häufig um eine Auseinandersetzung dieser unterschiedlichen Interessen. Und mir ist auch wichtig, in diesem Zusammenhang zu betonen, dass Arbeitnehmerinnen-Schutz und Arbeitnehmerinneninteressen der Flexibilität nicht zuwiderlaufen. Also das ist nichts Gegensätzliches. Das wird häufig ein bisschen so zugespitzt, weil dann bedeutet Flexibilität auch ein Abbau von Arbeitnehmerinnen-Schutz und Rechten. Und das ist nicht unbedingt so, wie wir schon zuvor gesehen haben. Also 12-Stunden-Tag war in einzelnen Branchen mit einer Betriebsvereinbarung auch schon zuvor möglich. Es geht immer darum, das quasi so einzubetten in die betrieblichen und Branchenstrukturen, wie es jeweils am sinnvollsten ist. Ja, während ein generelles Aufweichen von Arbeitnehmerinnen-Schutzrechten prinzipiell jene, die besonders schützenswert sind, besonders unter Druck setzt. Vielen Dank für dieses Eingangsstatement. Und wenn wir jetzt von Veränderungen und Innovation sprechen, dann freut es mich ganz besonders, dass wir heute eine Vertreterin einer Firma haben, die es schon seit dem Jahre 1896 gibt. Da hat nämlich ein gewisser Herr Hollerith eine Firma gegründet, um Lochkarten zu zählen, unter anderem für die amerikanische Wahl. Aus dieser Firma heraus entwickelt hat sich dann eine Firma, die wahrscheinlich alle kennen, die mit drei Buchstaben, Firma IBM. Und es freut mich sehr, liebe Patricia Neumann, dass Sie heute bei uns sind. Vielleicht ein einleitendes Statement von Ihrer Seite. Sehr gerne. Also ich freue mich auch, dass ich da bin, auch in der Runde hier in dem Panel. Das Thema aus IBM-Sicht, ja, uns gibt es sehr lange, weil wir viel Innovation in den letzten Jahren oder Jahrzehnten getrieben haben, geleitet haben. Also man denkt an Dinge wie die Erfindung des PCs, die Erfindung des Barcodes, das waren die Lochkarten, und wir stehen heute an einer ganz anderen Herausforderung, und die heißt künstliche Intelligenz, Umgang mit Daten, und das jetzt aus unserer Sicht, IBM-Sicht, vor allem mit unseren Kunden, und das sind Unternehmen. Ne? Wir bedienen ja nicht die Konsumenten, wir bedienen Unternehmer. Was ich sagen kann, ist, dass Digitalisierung passiert. Ja, das ist ein Faktum, das erleben Sie sicher jeden Tag. Unsere Kunden sind auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen, versuchen sich zu verändern und auch wieder auf innovative Beine zu stellen. Suchen daher nach Technologie, die das ermöglicht. Ja, und deswegen ist aus unserem Gesichtspunkt das Thema Technologie ein Fundament, ein Enabler, damit das alles mal möglich wird, von dem wir sprechen, und vor allem möglich wird in einem Umfeld, dass es sicher ist, sicher, dass es verlässlich ist, damit eben nicht Flugzeuge oder Systeme dann nicht mehr funktionieren. Das heißt, ein ganz kritisches Teil ist die Technologie.
Der noch kritischere Teil, den ich als dritten Punkt anführe, ist der Mensch. Es wird nicht funktionieren ohne den Menschen. Es wird immer ein Zusammenspiel sein müssen und wir wollen es auch so. Es steht der Nutzen im Vordergrund und gefällt mir, sage ich mal, das Mission Statement oder den Anspruch, den sich der Verein Digital Society gestellt hat, sehr gut in dem Zusammenhang. Es wird immer nur gemeinsam mit den Menschen funktionieren. Und beim Menschen bin ich dann dort, bin ich beim Mitarbeiter in unserem eigenen Unternehmen, bin ich beim Mitarbeiter unserer Kunden oder bin ich bei den Kunden der Kunden und der gesamten Gesellschaft. Und da tut sich ein ganz breites Feld auf. Wir haben es angesprochen, Arbeitszeit, da kommt noch das ganze Thema Bildung dazu. Und das ist etwas, wo zwar IBM oder alle Unternehmer einen Teil tun können, wollen und müssen, aber auch jeder Einzelne von uns und auch die Politik. Vielen herzlichen Dank. Und wenn wir jetzt gerade bei künstlicher Intelligenz sind, lieber Jakob Reiter, du hast mir erzählt, dass sich gerade deine Firma sehr stark im Bereich der Venture Capitalgeber im Bereich Artificial Intelligence weltweit betätigt. Ich möchte jetzt nicht die ganze Show stellen. Ja, danke auch nochmal herzlich von meiner Seite für die Einladung. Wie gesagt, Jakob Reiter, ich komme von einer Firma The Venture. Ich habe die gegründet vor ziemlich genau 3 Jahren. Was wir machen, ist, wir verstehen uns als Technologiekatalysator, nämlich Katalysator sowohl für Startups als auch für etablierte Großunternehmen. Das heißt, auf der einen Seite beteiligen wir uns an Startups, sind aktive Investoren, haben Investments im Silicon Valley, in China, in Indien, in Europa und helfen quasi diese Unternehmen aufzubauen. Dadurch sehen wir ganz stark, wo steht die Technologie wirklich, nämlich dann, wenn sie in den Markt kommt. Was ist heiße Luft und was funktioniert dann wirklich beim Kunden? Und dieses Knowledge nehmen wir dann, gehen in große DAX-Unternehmen, gehen in ATX-Unternehmen und machen dort mit ihnen die Innovationsprozesse, helfen ihnen das umzusetzen, was wir mit Startups gelernt haben, in ihrer Umgebung und ihnen sozusagen Wissenstransfer zu geben und eben diese digitale Transformation im Großunternehmen zu beschleunigen durch unser Know-how und durch unsere Erfahrung. Super, vielen Dank. Ein schönes Beispiel, dass also Venture Capital nicht nur in der USA funktionieren kann. Es möge mehrere Unternehmen wie deine geben. Das wäre so ein Wunsch ans Christkind von meiner Seite. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen, wir haben es ja im Vorfeld auch besprochen gehabt, der Aufreger des Arbeitszeitgesetz 12 Stunden. Ich bin ja da ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit. Auf der einen Seite als Geschäftsführer sage ich fein hurra, ich bin also nicht mehr strafbar, wenn ein Mitarbeiter länger als 10 Stunden arbeitet. Das ist die eine Perspektive, aber der große Wurf war es aus meiner ganz persönlichen Meinung nach sicherlich nicht. Jetzt die Frage ans Panel und dann bitte einfach die Themen nehmen und ein bisschen in Interaktion gehen. Brauchen die andere Modelle? Gibt es andere Modelle? In Deutschland gibt es das flexible Arbeitszeitkonto. Ich kann Überstunden oder Gleitzeit mitnehmen zum nächsten, übernächsten Arbeitnehmer und dann erst aufbrauchen. Vorsicht, auch das Geld wird mitgenommen. Ja, also das ist so wie ein Fonds, in dem das geparkt ist. Ähnlich wie unser Abfertigung Neumodell oder jetzt nicht mehr so neu, aber seinerzeit neu. Mobiles Arbeiten, Homeoffice, auch hier wiederum Deutschland ist gerade dabei, ein Gesetz zu beschließen. IBM hat ja mit Homeoffice einige Erfahrung, bin ich also gespannt, hier ein bisschen was zu hören. Attraktivität des Wirtschaftsstandortes, unsere gemeinsame Vision, hoffe ich, oder zumindest sind wir hier ziemlich einer Sicht, dass wir es nur gemeinsam schaffen können, wenn wir die Arbeitsplätze, der Wirtschaftsstandort Österreich nicht spannend bleibt, nicht interessant bleibt, haben wir alle Probleme, egal ob wir jung, alt oder wie auch immer sind, auch wenn ich mittlerweile Silber wäre. Und natürlich das Thema Inklusion, ältere Arbeiter, Frauen, Gleichberechtigung, auch in Form, wie kann es sein, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch unterschiedlich zahlen, Männer, Frauen, muss output-orientiert sein. Wem springt als erstes eine dieser Themen an, wo zu sagen? Das waren so viele Themen. Ich meine, ich kann aus meiner Sicht als eines sehr jungen Unternehmens sprechen und auch vielleicht mit meiner Vorgeschichte. Ich komme aus dem Film, da hat es einen Kollektivvertrag mit 60 Stunden gegeben. Das heißt, ich habe immer und seit ich denken kann, gearbeitet und viel gearbeitet und sicher nie auf die Uhr geschaut, weil das ist für mich die totale Horrorvorstellung, auf die Uhr zu schauen und darauf zu warten, dass die Uhr weiter sich dreht und ich dann endlich heimgehen kann. Und so ist es auch bei uns in der Firma, also jeder kommt und geht mehr oder weniger, wann er will. Aber wir passen schon auch darauf auf, dass jeder auch genug Freizeit kriegt.
Und deswegen ist für uns die 12-Stunden-Regelung, also ändert überhaupt nichts an dem, wie wir arbeiten. Und Homeoffice ist in einem Startup auch jetzt nichts Neues, nichts Kompliziertes. Unsere Entwickler können zu Hause genauso gut entwickeln wie bei mir in der Firma. Aber es gibt natürlich ein paar Spielregeln, an die sich alle halten müssen und die auch, glaube ich, wichtig sind. Das ändert sich. Stell mich da auch als quasi Startup noch da voll dahinter. Also wir haben natürlich eine Kernzeit. Unsere Kernzeit ist 11:30 bis 12 Uhr. Genau 30 Minuten Kernzeit. Ja. Man wird rechtzeitig zum Essen. Ja. Aber prinzipiell ist es bei uns auch so, ich habe Entwickler, die wollen teilweise um 2 Uhr in der Nacht noch arbeiten, weil sie sagen, hey, da bin ich am kreativsten, da sind alle ruhig, da habe ich meine Tagesding gemacht und dann kommt mir noch die Idee. Und dann will ich mich hinsetzen und das quasi runtertippen. Ja. Und das dann teilweise im rechtlichen Rahmen zu halten, Nachtarbeitszeit, Zuschläge etc. etc., das ist dann für uns immer eine Herausforderung. Und das kommt halt blöd dem Angestellten dann sagen zu müssen, bitte nicht um 2 Uhr, wenn du eine gute Idee hast, arbeiten, sondern warten bis 8 Uhr in der Früh und dann arbeiten. Das muss man manchmal ein bisschen jonglieren. Aber prinzipiell gibt recht, der große Wurf war einfach das Anheben von 10 auf 12 nicht unbedingt. Da gibt es andere Baustellen, wie eben schon aufgezeigt. Also, und zum Thema Homeoffice, ja, bei uns Homeoffice auch überhaupt kein Problem. Wenn die Arbeitsleistung stimmt und wenn der Output das Richtige ist, dann kann mein Angestellter auch auf den Bahamas sitzen, wenn er will. Das ist aber ein Steuerproblem, oder? Ja, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber. Aber dann darf ich vielleicht als Unternehmen, das 107 Jahre alt ist, und in Österreich sind wir stolze 90 Jahre alt als IBM, einen Satz dazu sagen. Ich denke, das Gemeinsame, das uns verbindet, ist ganz stark das, was Sie auch gesagt haben, Thema Flexibilität. Heute suchen Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter nach Dingen, die flexibel umsetzbar sind. Und ja, auch hier hat die Technologie möglich gemacht, dass wir überhaupt von Homeoffice heute sprechen können. Ja, das war auch etwas Technologisches, das es möglich gemacht hat. Wir haben jetzt seit Jahren in der IBM den Begriff Homeoffice eigentlich gar nicht mehr in Benutzung, sondern reden ausschließlich vom mobilen Office, weil es ist ja nicht nur das Zuhause, es ist die Fahrt im Taxi oder die Fahrt im Zug oder man sitzt im Flugzeug oder man macht eine Pause beim Kunden vor Ort und arbeitet dort. Also der Flexibilitätsgedanke steht ganz, ganz groß an oberster Stelle. Wir haben aber auch, muss ich fairerweise sagen, jetzt in einem amerikanischen Kontext erlebt in Amerika, dass es auch ein Stück weit überzogen wurde. Ja, dass es zu viele Menschen dann nach Hause, sage ich mal, geschickt worden sind, gesagt haben, kannst du ja auch die Arbeit von zu Hause erledigen. Und wir haben wieder einen Trend erlebt in den letzten 5 Jahren, der heißt zurück zum Office. Aber auch aus einem Grund heraus, nämlich, dass die Lösungen, die eine IBM heute anbietet, ich mache es jetzt einfach, es ist nicht mehr der Server X, der verkauft wird, sondern es werden eben Lösungen verkauft, die es notwendig machen, dass man im Team arbeitet, die es viel stärker notwendig heute macht, dass man mit dem Kunden, Stichwort Co-Creation, auch gemeinsam physisch zusammensitzt. Ja. Das heißt, dieses, wir wollen gemeinsam uns sehen, würde ich sagen, ist im Moment gerade wieder eine Stückwelle zurück und wir befinden uns auf einem Niveau, das aus jetziger Sicht, soweit ich das einschätzen kann, ein recht gesundes ist. Nämlich sehr hohe Flexibilität für den Einzelnen, Transparenz, was passiert, weil der Entwickler muss seine Code zeilen, was auch immer abliefern, dass ich sehe, was getan wird. Und jetzt, weil das ein Stichwort war, 12 Stunden, also bei uns im Unternehmen und wir sind doch über 1000 Mitarbeiter in Österreich, war das kein Thema. Ja, also wir haben ja auch Mitbestimmung, Betriebsrat etc. Ja, und da kommen viele Themen hoch. Jetzt in unserem Environment, so wie wir waren, war das überhaupt kein Thema im Sinne von, das ist jetzt ein Problem entstanden oder endlich wurde etwas gelöst, ja, sondern das ist eigentlich sehr natürlich übergegangen bei uns im Unternehmen. Möglicherweise. Ja, naja, wir haben ja die Herausforderung, quasi alle Arbeitnehmerinnen mit zu denken. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche, also wir haben hier besonders, wie soll ich sagen, tendenziell gut ausgebildete Informatikerinnen und Informatiker, die haben. Da ist die Autonomie, die ich vorhin angesprochen habe, allein schon über die Qualifikation, die ich mitbringe und den selbstverständlichen Wert, den ich dem Unternehmen gerade in einem kleinen mitbringen, der ist relativ schnell sehr offensichtlich. Sprich, da funktioniert das vielleicht eher mit der Abstimmung und der Abmachung. Der 12-Stunden-Tag ist halt ein Gesetz, das ich glaube hier noch immer nicht alles löst. Ja, also die 2 Uhr in der Nacht, ich habe eine super Idee, habe ich auch damit nicht
gedeckt. Das wäre immer noch schwierig. Während ich umgekehrt die Ausdehnung auch habe in Bereichen, wo ich sage, dass es sehr wohl problematisch ist. Also gewisse Schichtdienste an der Kasse, also im Supermarkt oder wie auch immer, reicht einfach nach 8 Stunden. Also auch dieses Prinzip, ich möchte nicht in die Arbeit gehen und auf die Uhr schauen zu müssen, da schauen wir schon aus einer sehr privilegierten Situation auf unser Arbeitsleben. Ja, das gilt für uns sicher und das dürfen wir uns für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen dabei aber als Interessensvertretung, die alle Arbeitnehmerinnen in diesem Land vertritt, natürlich auch auf die Lebensrealitäten schauen, die ganz anders aussehen, wo ich das eben nicht so mitbringen kann und wo auch Homeoffice-Lösungen quasi nur bedingt mir als Arbeitnehmerin entgegenkommen können. Das gilt es einfach mitzudenken und da spricht aus meiner Perspektive vieles dafür, dass auf der Kollektivvertragsebene, Betriebsvereinbarungsebene, da kann ich quasi für die bestimmte Branche und dann für den bestimmten Betrieb flexibler auf die dort notwendigen Herausforderungen Gegebenheiten eingehen, die eben sehr unterschiedlich sein können in der Informatikbranche zu einer anderen Branche. Ja, und was Homeoffice insgesamt anbelangt, ich glaube, diesen Trend, den haben wir auch sehr aufmerksam beobachtet, wurde also bei manchen Unternehmen sehr stark auf Homeoffice gesetzt. Häufig standen ja durchaus auch betriebswirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund, sprich Office-Space-Reduktionen. Dann hat man eben festgestellt, dass der informelle Austausch eben doch eine sehr große Rolle spielt und dafür ist eine gewisse Präsenz vonnöten. Also ich habe von vielen Mitarbeiterinnen dann mitbekommen, dass zum Beispiel, wenn man ein Projekt in einem Projekt ist, funktioniert das prima, aber dann der Übergang quasi zum nächsten Projekt, wo ich hören muss, wo gibt sich welche Möglichkeit, mit welchen Kollegen formiert sich welches Team, das bekomme ich zu Hause einfach nicht mit. Ja, da bekomme ich mit, was meine Teamkollegen mir sagen, weil wir in regeltätenmäßigen schon fixe sind, aber das, was ich so am Flur, in der Kantine und sonst wo. Also es ist dieser Trend, ich glaube, es ist viel passiert und ich glaube, die Modelle, die heute forciert werden, sind ganz andere und sind sehr viel vernünftigere. Und in dem Sinn ist das auch zu begrüßen. Es gilt aus unserer Perspektive trotzdem zu bedenken, ist Homeoffice quasi eine zusätzliche Möglichkeit oder verliere ich dadurch gewisse Rechte im Betrieb, meinen Arbeitsplatz, wie auch immer. Und was soll ich mit diesem Homeoffice, was soll mit diesem Homeoffice alles bedient werden? Also ich glaube, diese Hoffnung, dass dadurch die Vereinbarkeit, gerade von Familie, Beruf oder so etwas, mit dieser Regel alleine gelöst wird, die sehe ich nicht unbedingt. Also ich kenne zwar die Videos, wo dann die Frau zu Hause sitzt am Computer und die Kinder spielen und sie jongliert das alles parallel und sowieso. Also ohne, dass ich jetzt selbst diese Erfahrung gemacht habe, so funktioniert das nicht. Und das braucht immer noch die Regeln quasi, wie es die Zeit und die Möglichkeiten und die Ressourcen gibt, beidem gerecht werden zu können. Und ich glaube, das sollte man bei all dieser Technik-Euphorie, die ich ja auch großteils teile, sollte man das alles nicht vergessen, wie unterschiedlich die Lebens- und Arbeitsrealitäten der Menschen sind und wie wenige in den Arbeitskontexten, in denen wir vielleicht unterwegs sind, auch tatsächlich sich wiederfinden. Und das gilt es bei den entsprechenden Gesetzen und Regelungen mitzubedenken. Bevor ich ans Publikum übergebe, kommt sofort, hätte ich noch eine Frage, vielleicht speziell an unsere zwei Damen im Panel. Tradiert Homeoffice unser Rollenverständnis? Weil Friederlin gesagt hat, die Frau und die Kinder spielen da und sie sitzt am PC. Ist das etwas, was eingefahrene Muster tradiert oder wie seht ihr das? Nein, also würde ich nicht sagen. Ja. Meine, das Beispiel gibt es, aber das gibt es ja auch umgekehrt mit dem Mann, der zu Hause sitzt und alles. Also für uns ist es wirklich in diesem mobilen Gedanken, ja, das, was heute ein Arbeitstag erfordert, eigentlich fast, würde ich fast umdrehen und sagen, es ist fast eine Notwendigkeit, ja, dass gewisse Jobrollen es eben erfordern, dass man erreichbar ist oder connected, sage ich jetzt mal, ist zu den Dingen, auch an Plätzen, die außerhalb des einzelnen Büros sind. Ja. Ich meine, ich denke, ein schönes Beispiel bei uns ist gerade in der Forschung, wir haben einen großen Teil, unsere Gelder gehen ja auch in Forschungsprojekte, auch Grundlagenforschung, also wirklich Research and Development im ureigensten Sinne.
Und wenn ich überlege, wie da die Forscher weltweit zusammenarbeiten, ja, wäre das gar nicht mehr möglich, wenn das nicht alles in einem virtuellen Raum oder an unterschiedlichen Orten stattfindet. Also diese One-on-One, man sitzt in einem Labor und forscht an einem Ding, das ist heute nicht mehr, ich meine, das ist schon seit Jahren nicht mehr so, aber ich sehe heute, wenn Fragen gestellt werden, wie kommt man in die nächste Entwicklungsstufe oder man hat eine Frage, man kommuniziert an die Welt, ja, und bekommt dann, wann auch immer, wenige Stunden, egal wo die Uhrzeit gerade ist, am globalen Erdball, wieder Antworten zurück, und das ist etwas, wo ich sage, das macht es heute notwendig, um auch kompetitiv und wettbewerbsfähig zu sein, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir in Österreich nicht auf der Insel der Seligen sind, sicher privilegiert sind, zu vielen Dingen, aber wir sind im globalen Kontext, wir wollen aber hier weiter wettbewerbsfähig sein, wir wollen als Land wachsen, wir wollen die Menschen, die Talente halten, dass sie nicht wegwandern woanders hin, und da muss ich auch attraktiv sein als Arbeitgeber am Ende des Tages, um genau das Know-how und die Menschen nicht zu verlieren. Ich bin eigentlich sehr stark beim Friedrich, weil ich glaube auch nicht, dass Homeoffice quasi ein Heilmittel ist oder mehr Frauen dann in den Arbeitsmarkt bringt. Also das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, da bräuchten wir einfach noch viel mehr Teilzeitmodelle oder andere Modelle der Arbeit. Und es gibt ja genug Studien auch dazu, wo man wirklich auch merkt, dass man mit 30 Stunden oder mit 20 Stunden annähernd so viel erreichen kann wie mit 40 Stunden. Also ich glaube, oder Jobsharing und solche Themen werden da viel spannender als jetzt nur Homeoffice. Homeoffice ist da nicht wirklich eine Lösung. Nur ein Aspekt. Ja. Jakob, ich wollte dich nicht... Nein, also ich unterstreiche nur, was bis jetzt gefallen ist. Wir haben natürlich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Bei uns ist das allerdings so, dass jeder Angestellte genau sagen muss, was macht er im Homeoffice? Was denkt er, das geeignet ist, fürs Homeoffice zu machen? Das behalte ich mir schon vor, dann zu sagen, okay, das eignet sich vielleicht nicht, weil das eher ein kollaborativer Prozess, wo die Leute zusammensitzen müssen, wo vielleicht Kundenaktivität stattfindet. Wenn ein Developer zu mir kommt und sagt, ich arbeite an diesem konkreten Problem, ich habe keine Abhängigkeiten, ich muss mich einfach 3 Stunden hineinarbeiten und ich mache das lieber zu Hause, wo niemand um mich herum schwirrt, for the love of God, do it. Ja. Aber die meisten Prozesse und die guten Ideen entstehen eigentlich im kollaborativen Prozess, und der passiert eben in einem Office. Also ich glaube, ich kann da jetzt nicht wirklich was beitragen, außer zu unterstreichen, was eh schon gefallen ist, dass nicht das Allheilmittel ist. Ja. Dass es ein Werkzeug in der Toolbox quasi ist, ja, mit der man arbeiten kann, und das einfach im Managementbereich liegt, zu sagen, da setzen wir es gezielt ein, um etwas herauszuholen. Vielen Dank. Jetzt möchte ich 2, 3 Fragen aufmachen, um dann zum nächsten Thema zu kommen. Lieber Giorgio, du hast... Ja, ich möchte etwas bestätigen oder erzählen. Ich würde gar nicht so viele Fragen, der eine ist dabei. Ich bin jetzt in Pension und bin Jakob 1950 und habe viel während meines Studiums und Berufslebens kennengelernt, was noch weit weg ist von der heutigen Stadt der Digitalisierung. Ich bin während des Studiums mit IBM in Verbindung gekommen, mit einer Filialpraxis, und im Anschluss daran hatte ich einen Programmiererjob mit PL1 im Rechenzentrum im AKH im Alten. Ihr Thema, da hatte ich in der Nacht zu arbeiten, weil tagsüber war die Maschine für andere Dinge belegt und besetzt. Auch heute IBM 360, die war seit 20, 40, sowas. Und kein Mensch hat irgendwie auch nur einen Wuchser gemacht mit Überstunden und sonst was. Das war auf einer Werksvertragsbasis, 3 Stunden gearbeitet, hast 3 Stunden bezahlt, aus. Und später habe ich in einer Firma gearbeitet, wo man eigentlich mit Homeoffice noch gar nicht geredet hat. Das war Automatisierungstechnik, und ich hatte mehrere Aufgaben, darunter auch ein bisschen Softwareentwicklung. Und da habe ich, sobald es erlaubt worden ist, im Rahmen der Gleitzeit, die Kernzeit auch noch zusätzlich zu verschieben, nicht nur fix zu haben, war praktisch arbeite, wann du willst. War nicht allen erlaubt und nicht in allen Abteilungen des Hauses, aber immerhin. Und da hat man dann auch zusätzlich einzelne Personen die Erlaubnis gegeben, auch außerhalb des Büros zu Hause zu arbeiten. Und wieder die Zeitspanne. Ich kenne das auch sehr gut, dass man um 2 in der Nacht was tut, und zwar nicht nur deswegen, weil ich dann am produktivsten bin,
sondern weil es mir entgegenkommt, spät aufzustehen etc. Aber auch, ich gehe mit einem Problem, das ich noch nicht gelöst habe, schlafen und 3 Stunden später wache ich mit der Lösung auf und wenn ich sie nicht wieder vergessen will, muss ich sie jetzt umsetzen. Und das war einfach, wie man heute immer so sagt, das war eben produktiv. Und das, ich kann es nur bestätigen, wenn man es darf, ist es für mich immer eine gute Lösung gewesen. Noch eins muss dazu sagen, Überstunden, Zuschläge, Feiertagsarbeit etc. war alles überhaupt kein Problem. Weder bei der Nachtarbeit im AKH Rechenzentrum, noch später bei meiner Firma. Ich habe die Stunden verrechnet und da nicht alle immer, aber schon gar nicht die Uhrzeit, wann es geleistet worden sind. Ich weiß nicht, ob es legal oder illegal war. Kein Mensch hat da auch Möglichkeit danach und es war nie ein Problem. Dankeschön. Gibt es jetzt irgendwo vom Panel darauf eine Frage zum? Nur maximal eventuell, das auch bestätigt auch wir immer, dass sehr viel Flexibilität ohnehin schon gegeben war. Es war, ist schon vieles möglich gewesen. Man kann diskutieren, in welchen Graubereichen. Trotzdem ist es natürlich für uns ein Riesenschmerz gewesen, diesen 12-Stunden-Tag zu erleben. Wenn man die 100-jährige Geschichte der Einführung des 8-Stunden-Arbeitstags und die Kämpfe, die da geführt wurden, die dahinter stehen, und das hat ja schon einen Sinn, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf, ist schon insgesamt kein schlechtes Bild gewesen und die Überstundenzuschläge, die damit erkämpft wurden und so weiter und so fort. Und das jetzt wieder stückweise aufzugeben, gerade in einer Zeit und auch in einem Kontext, wo mit der Digitalisierung auch immer wieder die Frage nach, gehen uns die Arbeitsplätze überhaupt aus und so weiter und so fort, ist für uns tatsächlich sehr schwer nachzuvollziehen, weil auch die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstags damals auch eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit war und dann dauerhaft eingeführt und umgesetzt wurde, müsste man insgesamt vielleicht möglicherweise eher über Arbeitszeitverkürzungen sprechen, die möglicherweise dafür dann als Gegenzug in einer größeren Flexibilität durchgeführt oder umgesetzt werden können. Wir haben es auch schon gehört, es gibt Studien, es gibt auch Beispiele in Göteborg, in Schweden, aber auch bei Magetics oder Magnetics und so etwas in Oberösterreich, die auch das einführen und auch keine Produktivitätsverluste erleben. Also in diesem Kontext hätten wir in der Digitalisierung die Arbeitszeitdebatte eher, aber das ist eh klar, in eine andere Richtung diskutiert und geführt. Ergänzend vielleicht nur dazu, weil das zeigt das Beispiel schön jetzt, was damals passiert ist, wie Sie es geschildert haben. Es war vieles, was Sie geschildert haben, das war Ihre persönliche Einstellung, Ihr Zugang zu den Dingen, ja, Ihr Wollen, dass Sie etwas wollen und dann Arbeitsstunden melden oder nicht melden. Und ich denke, wir sind heute in einer Gesellschaft an einem Punkt, wo wir Arbeit definieren und wo wir uns sehr stark über das Thema Arbeit definieren, wie viel arbeiten wir, welche Jobs haben wir, wie viele Mitarbeiter dürfen wir führen etc. Und ich glaube, wir sind an einem wahnsinnigen Peak, ja, in dieser Zeit des absoluten Multitaskings und absolute Diskussion, wenn jemand einmal nur 30 Stunden arbeitet, wird schon in der Gesellschaft hinterfragt, ja warum denn? Und wenn es dann nicht den Grund gibt, dass ich 5 Kinder zu Hause habe, wird das dann auch nochmal hinterfragt. Und ich glaube, da muss sich gesellschaftlich was drehen. Ja. Wir können uns nicht ausschließen über eine Anzahl an Stunden oder Anzahl an Mitarbeiter oder das absolute Gehalt definieren. Ja. Und diesen Mindset-Shift, der muss auch ein Stück passieren. Ja. Genauso wie das dann Thema Inclusion passiert, das Thema, wenn wir über Gender reden, wer betreut Familien und Angehörige, wenn es um die Pflege geht. Und ich glaube, da ist jeder von uns gefordert, auch ein Role Model zu sein. Ja. Weil es hilft nichts, ja, das sage ich auch, ich war die Jahre, bevor ich nach Österreich zurückgekommen bin, viele Jahre in Deutschland und dann waren dann Ideen, ich glaube, es war Volkswagen oder was, die Deutsche Bahn, mit drehen den Mitarbeitern die E-Mails am Freitag am Abend ab, ja, damit sie nicht schützenderweise Samstag, Sonntag was reinschauen. Davon halte ich persönlich nichts, ja, weil das packt nicht das Wurzel, die Ursache am Wurzel zu sagen, sind wir so ausgebildet, so reif und so vernünftig mit diesen Dingen umzugehen. Ja. Und da appelliere ich ganz stark an die Politik und an das Thema Bildung und habe selber jetzt zwei schulpflichtige Töchter zu Hause, was wird an Schulen unterrichtet zum Thema Umgang, ja, mit digitalen Medien etc. und was heißt das in der Arbeitswelt und auch eben gesellschaftlich dieser Mindset. Ja. Es ist zu kurz gegriffen, das ausschließlich über Anzahl an Stunden oder solche Dinge zu definieren. Und das ist ein schönes Beispiel, das Sie gebracht haben, dass eben vor vielen Jahren ja schon ähnliche Herausforderungen waren. Ja. Noch von mir, sonst würde ich
Ja, ich wollte noch ergänzen, neben dem Mühlviertler, die E-Magnetics, gibt es ja auch in Osttirol eine Firma, die Firma Unterleger, die experimentiert mit dem 30-40-Stunden-Tag, allerdings mit sehr spannenden, interessanten Spielregeln, aber vielleicht kommen wir darauf noch zurück, aber wir hatten hier ein bisschen unter einer Frage. Ich möchte zum Thema Homeoffice auch noch ganz kurz eine Frage stellen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Homeoffice bzw. Shared Workspaces, die jetzt in einem großen Unternehmen, die sind schon seit Jahren eingeführt worden, aber ich kenne auch andere, dass hier ein wenig doch Kosten Richtung Arbeitnehmer verlagert werden. Also wenn ich zum Beispiel von einem sehr großen Unternehmen gehört, ja, wo es teilweise ist, mittlerweile so ist, dass die Leute sehr wohl im Büro arbeiten wollen, die Chefs das auch verlangen, und aufgrund des Shared Workspaces allerdings so ist, dass wenn man nicht um 8 im Büro ist, man einfach keinen Arbeitsplatz dort bekommt, ja, weil sie einfach zu wenig Arbeitsplätze geschaffen haben, ja, in ihrem Campus. Und womit natürlich die ganze Flexibilität in der Arbeitszeit mehr oder weniger schon wieder verloren geht. Und da möchte ich auch ansprechen, auch diejenigen, die vielleicht Homeoffice anbieten, wie weit die Arbeitgeber, man als Arbeitgeber wirklich auch seine Arbeitgeberfürsorge hier wahrnehmen kann im Homeoffice, weil wenn ich mir heute anschaue, dass die Wohnkosten steigen, massiv, ja, dass die vor allem junge Leute immer kleinere Wohnungen haben, Wohngemeinschaften etc., ja, wie sieht es denn mit der Arbeitsplatzergonomie im Homeoffice aus? Aus, ja. Also ein kleines Beispiel, ist in Österreich zum Beispiel verboten und auch in Deutschland und vielen anderen Ländern, ja, ist es verboten, dass man mehr oder weniger ausschließlich an einem Notebook arbeitet, ja, weil Bildschirm und Tastatur getrennt sein müssen aus ergonomischen Gründen, was ich übrigens sehr begrüße und sehr bestätige aus persönlicher Erfahrung, ja, weil alles andere führt weniger mittelfristig zu Problemen im Haltungsapparat, ja, und damit zu einer Externalisierung der Kosten, ja, an das Gesundheitssystem. Ja. Im Homeoffice haben aber die meisten nur Notebook und gar keine externen Bildschirme, geschweige denn externe Tastaturen. Ja. Also da meine Frage, inwieweit wird da überhaupt das mitgedacht, ja, dass hier die Ergonomie stimmt im Homeoffice? Dann geben wir das ans Bein, oder? Also vielleicht darf ich als Vertreter eines größeren Arbeitgebers jetzt hier ein paar Sätze sagen. Nochmal, Homeoffice per se haben wir jetzt nicht. Wir haben es für ausgewählte Berufsbilder, also nicht Berufs, muss ich auch nicht sagen, sondern ausgewählte einzelne Personen, und zwar wenn Hintergrund ist wie Behinderung etc., wo man sagt, die Anreise ist gar nicht möglich. Ja. Für solche Kolleginnen und Kollegen gibt es ausgebildete Homeoffice, und da wird auch finanzielle Unterstützung angeboten, um die Dinge sie zu beantworten. Für alle anderen dann ist der Treiber des Homeoffice nicht, oder der Treiber des Shared Arbeitsplatzes nicht, dass ich sage, geh nach Haus, sondern ich sage, wir sind ein Unternehmen, das 70% Dienstleistung erbringt. Dienstleistung wird bei uns in der Regel beim Kunden erbracht, weil der Techniker ist, macht die Wartung, der Berater sitzt beim Kunden und macht Strategieprojekte. Das heißt, es ist eher dieses Shared Kunde und IBM, ja, und weniger, weil ganz viel zu Hause gebracht wird. Ja. Da habe ich jetzt keine Antwort drauf, ob der Kunde einen ergonomischen Sessel hat oder nicht, aber das ist eher die treibende Kraft. Und bei uns kommt es im Moment nicht vor, sage ich, also wir haben es gut ausgerechnet, aber die Bereiche sind unterschiedlich. In der Consulting-Bereich gibt es einen ganz hohen Share, weil wir sind Montag bis Donnerstag beim Kunden, machen klassische Consulting-Projekte, und bei internen jetzt HR-Funktionen, zum Beispiel Marketing-Funktionen etc., da ist der Share dann ein bisschen anderer. Ist eine berechtigte Frage, aber nochmal, ich würde sagen, jetzt in unserem Fall, ja, wir sind groß und können mit einer kritischen Masse leichter umgehen als ein kleineres Unternehmen. Kommt im Moment nicht zu irgendeinem Stau oder wie auch immer, und ist eigentlich ganz gut gelöst. Ja. Also als Startup kann ich dazu wenig sagen. Wir haben nicht einmal das Budget für ein quasi arbeitsrechtlich genehmigt. Ich glaube, da gibt es einige andere Baustellen, die man als junges Unternehmen einfach sich überlegen muss. Und da ist die Arbeitsplatzergonomie, so wichtig es ist und so wichtig ist auch, ich das auch bei mir selber merke, dass es nicht gut ist, also ständig am Handy zu hängen oder am iPad oder sonst wo. Ich würde das natürlich gerne meinen Mitarbeitern ermöglichen, aber die Budgets derzeit
Woher nehmen und nicht stehlen? Venture Capital, wie schaut es da aus? Also wir haben, wir sehr jung Jahren, haben wir gesagt, wir wollen unser Möglichstes tun. Wir haben dann in einem Kraftakt geschaut, dass wir arbeitsrechtlich konforme Tische bekommen. Nicht mit den IKEA-Tischen arbeiten, die beide nicht konform sind, sondern vernünftige Tische mit den entsprechenden Längen, mit den entsprechenden... haben aber auch die Gesichter, dass wir allen Angestellten per se mal einen Laptop geben, aber alle Tische mit externen Monitoren, externer Tastatur ausgestattet sind. Ja. Und versuchen unser Möglichstes zu tun. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess des Startups zum etablierten Unternehmen, dass man quasi, wenn man anfängt und sozusagen den Euro viermal dreht, dass man sich dann genau überlegt, was macht Sinn. Aber in dem Moment, wo man dann anfängt zu wachsen, kommt das von alleine, weil auch die Angestellten dann sagen, ja, ich hätte jetzt gerne einen externen Monitor, weil es ist angenehmer und diese ganzen Geschichten. Und also ich habe bei uns gemerkt, dass das schleicht sich ganz automatisch ein. Je größer man wird, desto ganz automatisch sagt man, ah, das müssen wir noch, das müssen wir noch. Und dann haben wir auch die Ressourcen, wir haben die Kräfte. Und zu sagen, okay, wie viel Lux haben wir genau am Arbeitsplatz, brauchen wir Lampen, das dann entsprechend auch hochzufahren mit der Firma. Also ich halte das für einen ganz natürlichen Prozess. Es ist halt schade, dass sozusagen Kleinunternehmen da von Anfang an in die gleiche Pflicht genommen werden wie ein Großunternehmen, das sagt, ja, ich standardisiere das, ich habe einen Standard-Laptop und bei uns halt teilweise auch noch Leute mit ihren Privatgeräten arbeiten, was ja auch eine schwierige Fragestellung ist. Ja. Also ich würde eher kritisieren, dass da den jungen Unternehmen viel zu viel auferlegt wird, nämlich das auferlegt wird, was einem multinationalen Unternehmen von vornherein schon aufgelegt wird, was nicht heißt, dass wenn sie groß werden und dann auch rauskommen, dass sie dann nicht auch diese Standards erfüllen müssen. Friederlund, das schreibt noch ein Statement von dir, oder? Naja, also das klingt vernünftig, oder? Ich hab nur selbst erlebt als Arbeitnehmer noch bei Siemens und dort war das ebenfalls alles vorbildlich umgesetzt. Als junger, damals noch Student, überlegt man sich das ja gar nicht. Und jetzt kommen die daher, stellen mir alles ein und das Lampe. Und war dann aber doch begeistert und habe feststellen müssen, das hat schon einen Sinn, das alles. Weil es wird tatsächlich angenehmer. Und also ich kann das schon verstehen, wenn man wirklich dann eine ganze Berufskarriere vom Computer verbringt, dass man das sinnvollerweise einführt. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass wir auch häufig, und ich verstehe es in einem kleinen Kontext und so weiter, also wenn man noch ein kleines und junges Unternehmen ist, kann man sich sicher irgendwelche Einschleifregelungen überlegen. Prinzipiell haben diese Regulierungen und diese Anforderungen, ich meine, die führen ja auch zu einem sehr hohen Arbeitslebens- und sonstigen Qualitätsstandards in Österreich. Und wir sollten aufpassen, weil häufig wird immer die Regulierung, streichen wir das alles weg, ist alles unnötig. Es hat häufig tatsächlich Berechtigung und Gründe, warum das so gebaut wird. Und wenn man dann irgendwo anders liest, was dort alles in Bürohäusern passiert oder in Wohnungshäusern und so weiter und so fort, es kommt immer zu einem Preis natürlich, und, aber man kann sich immer diskutieren, ob alles zeitgemäß ist und für jede Größe und jede. Da würde ich mich auch keine Diskussion versperren und würde auch nicht behaupten, dass das bei uns der Fall ist. Vielen Dank. Wir hatten noch zwei Fragen und dann machen wir im nächsten Themenblock weiter. Sorry, bitte. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass wir so lange über das Thema, wie wir arbeiten werden, reden. Denn die Themen, die zur Sprache gekommen sind, flexibel, Telearbeit, was seinerzeit mal geheißen und so weiter. Ich kenne die seit 20, 30 Jahren, sie wurden praktiziert. Und im Prinzip, ich bin in der Zwischenzeit erstaunt, dass man erstens nicht wesentlich weiter ist, als man damals war, noch immer die gleichen Themen diskutiert und offensichtlich das Problem hat, ja, die Akzeptanz seitens der Arbeitnehmer ist vielleicht nicht groß genug, sich das wirklich verantwortungsbewusst, mündlich und autonom wirklich auszusuchen, was notwendig ist. Im Großen und Ganzen nicht als Selbstoptimierer, sondern um das Ziel zu erreichen für sich, fürs Projekt, für die Firma oder was nur immer es geht. Deshalb komme ich zurück zur Frage. Von dem Thema heute erwarte ich mir auch eine Diskussion, was werden wir arbeiten? Und wenn ich mir anschaue, was verstehe ich unter Arbeit heute, die durchaus nicht immer bezahlt ist,
sondern vielen Fällen unbezahlt ist. Und da meine ich jetzt nicht primär anlässlich des wenige Tage zurückliegenden Weltfrauentags, was die Hausfrauen und Mütter alles tun, sondern ich meine auch zum Beispiel aus unserer Branche die Erfahrung. Wie viel Arbeit für eine Bank mache ich? Wie viel Arbeit für ein Handelsunternehmen mache ich? Wie viel Arbeit für das Finanzamt mache ich? Jeder, der einen Online-Shop betreibt und der übers Internet seine Wertschöpfungskette auf mich ausdehnt, nützt meine Arbeitskraft. Zu unterst am Google nicht, das steht dann einfach immer mitschneiden, was ich tue und mit den Daten agiere. Was wird sich also an dem Arbeitsbegriff ändern müssen, sage ich jetzt mal, denn wenn es so ist, wie Sie gesagt haben, dass Arbeit heutzutage der zentrale Sinn unseres Lebens ist, was aus einem ethischen Gesichtspunkt ich sehr problematisch finde, das sollte einen anderen Sinn zumindest auch geben für eine menschliche Existenz, dann sollte man sagen, was ändert sich denn an dem Arbeitsbegriff im Sinne der Interaktion Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Danke. Danke für das Statement. Ich möchte vielleicht nur, nachdem wir ja gewisse Themen uns ja überlegt haben, die wir heute unbedingt machen wollen, ich habe es notiert, wenn wir dazu kommen und das die Zeit lässt, bringen wir gern hinein, Impulsantworten selbstverständlich jederzeit, aber ich würde dann ganz gerne auch zu den anderen Themen kommen. Wir haben noch zwei Fragen und dann möchte ich zum nächsten Thema kommen, nämlich zum Lernen. Bitte. Und zwar noch zum Thema Homeoffice. Weil Sie gesagt haben, Sie haben nicht das Geld dafür, dass Sie den Mitarbeitern einen zusätzlichen Bildschirm für die Homeoffice-Arbeit spendieren. Also wenn man auf seinem kleinen Laptop-Bildschirm arbeitet, ist man viel weniger produktiv, als wenn man zusätzlich gibt, dass der Bildschirm kostet nicht viel. Das rentiert sich so schnell. Ja? Also das verstehe ich überhaupt nicht, die Argumentation. Die kommt von der ÖBB. Dort haben im Office-Bereich fast alle einen bzw. zwei Tage in der Woche Homeoffice. Ich habe im Büro zwei große Bildschirme, es ist super zu arbeiten, da geht es viel flotter. Und für zu Hause habe ich einen Bildschirm und ich habe eine Tastatur, eine Dockingstation und eine Maus für den Laptop. Und das funktioniert super zum Arbeiten. Und ich brauche nicht einmal eine Dockingstation, weil mit dem HDMI-Kabel kann ich den Laptop auch verbinden mit dem Bildschirm. 400 Euro pro Arbeitsplatz, pro Geschäft. Nein, der Bildschirm 24 Euro. Das haben wir so schnell geändert in der Arbeit. Ja, ist ein wichtiges Thema. Also ich möchte jetzt noch eine Frage kurz hineinnehmen. Ja, ich bin bei Ihnen. Klar, es ist ein Produktivitätsvorteil. Ich verstehe aber auch, dass ein Startup das wirklich jeden Cent umdrehen muss und schauen muss, wie finanziert die Arbeitgeber das für zu Hause, weil natürlich je größer und je mehr Bildschirme, desto feiner auch ich liebe es. Da gibt es noch eine Frage und dann machen wir die Frage nicht, aber also in Bezug auf die Arbeitsplätze, also ich denke mir auch, dass es vernünftig klingt, dass man mehrere Bildschirme hat, vielleicht eine Maus oder ein Keyboard oder was auch immer, aber wenn man Unternehmensgründer ist, sehe ich das schon ein, dass man vielleicht die 400 Euro pro Arbeitsplatz nicht kaputt haben kann. Also das ist schon so, also wenn man ein Unternehmen gründet, ich habe selbst ein Unternehmen gegründet und am Anfang ist doch sehr viel kalkuliert. Ich weiß selber vom Arbeiten am Laptop, sie brauchen länger für die. Die Stunden sind so schnell erinnern. Vielleicht hätte ich das alles nicht sagen sollen, weil wir haben Bildschirme, wir haben auch Mäuse, wir haben auch Laptops. Wir haben auch Pflanzen im Office, also wir kümmern uns schon um die Ja, ich glaube, wir sind unisono einer Meinung, ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz macht Sinn und ist auch von der Employer Branding her, Mitarbeiter zu finden und zu halten, sinnvoll. Ich glaube, das steht außer Streit. Aber ja, manchmal ist es halt verdammt eng mit dem Geld und da muss man halt schauen, wo setzt man Prioritäten. Ich möchte jetzt gern zu einem anderen Thema überleiten und zwar nachdem Sie zum Thema Digitalisierung ja das lebenslange Lernen ein ganz, ganz essentielles Thema ist, vielleicht so ein paar Statements dazu. Welche Qualifikationen braucht man im digitalen Zeitalter? Ist es ausreichend, Babys ein Tablet in die Hand zu drücken und damit werden sie digital? Was sehen wir oder was sehen Sie Widerstände oder Nicht-Ziele im Bereich des lebenslangen Lernens? Also ich
Frau Rumpf, noch mal vielleicht den Uber-Fahrer, der Taxifahrer in Erinnerung, was macht man mit dem? Ja, von wegen Kultur des Lernens und ganz, ganz wichtig, wie nehmen wir unsere Mitarbeiter mit, wir können sie motivieren, wer möchte es erst? Also vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, wir haben uns in der Firma das Thema lebenslange Lernen auf die Fahne geschrieben, nämlich sehr radikal, nämlich wir haben in allen Arbeitsverträgen, das fängt beim Assistant an, geht bis zum Senior Developer, geht bis zu meinem Arbeitsvertrag, steht drinnen, dass wir das Recht haben und die Verpflichtung beidseitig, 10% unserer Arbeitszeit verpflichtend zu lernen. Ja? Das heißt, 4 Stunden die Woche wird bei uns nicht gearbeitet, sondern es wird aktiv gelernt. Und jeder unserer Angestellten hat in seiner normalen Verzielung auch ein Lernziel. Und das wird quasi quartalsweise auch überprüft. Und es ist, also überprüft ist zu viel, aber es wird darauf geschaut, dass die Leute sich auch entsprechend entwickeln. Und weil wir natürlich aus einer Branche kommen, wo wir mit Startups arbeiten, da müssen wir am Ball sein, weil niemand fängt ein neues Unternehmen oder ein Startup an mit einer veralteten Technologie, sondern man springt zu dem, was Stand der Technik ist. Das heißt, wenn wir dort unterstützen wollen, müssen wir absolut up-to-date sein und das natürlich auch dann den Großunternehmen, mit denen wir arbeiten, quasi zur Verfügung zu stellen, zu sagen, wir haben diese Skills und wir kennen uns aus am Stand der Technik. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir nehmen das sehr ernst, lebenslanges Lernen und haben uns da auch dazu verpflichtet und die Ergebnisse sind extrem gut, nämlich etwas, mit dem ich persönlich nicht gerechnet habe, ist den Impact, den es auf die Kultur, die Unternehmenskultur hat. Nämlich, wenn jeder im Unternehmen lernt, dann gibt es niemanden, der von sich behaupten kann, er weiß alles. Weil jeder lernt. Und wenn zu einem meiner Senior Developer ein Junior kommt und sagt, kannst du mir das bitte erklären, dann lernt der Senior auch gerade. Das heißt, er ist eher bereit, dem Junior auch was beizubringen. Weil er weiß, wie es ist zu lernen. Er macht es ja auch gerade. Und dadurch haben wir ein ganz spannendes Phänomen eben vorgebeugt, nämlich dass Leute glauben, sie haben die goldene Antwort, sondern sie müssen sich auch weiterentwickeln und deshalb verstehen sie, wenn andere sich weiterentwickeln. Und das hat einen riesigen Impact gehabt auf unsere Unternehmenskultur und das fasziniert mich bis heute, dass das ein treibender Maßstab unserer Kultur ist, kontinuierlich zu lernen. Ja. Also ich kann mich nur anschließen, auch bei uns steht das Thema Lernen und war schon immer ganz groß als Teil der Verpflichtung und es geht auch in beide Richtungen. Also es ist nichts, dass man wartet als Mitarbeiter, dass einem etwas angeboten wird. Das Angebot ist sehr groß, aber man muss als Mitarbeiter auch ein Stück wollen und sich's nehmen. Ja, wir haben im Schnitt, haben wir uns angeschaut, circa 70 Stunden pro Jahr, das ist jetzt, wenn ich überschlage, ein Stück weniger als bei euch, dass Mitarbeiter das Angebot annehmen. Und warum? Das ist jetzt auch in den Worten gefallen, weil in die Technologie, die jetzt meine Branche besetzt, eben Einzug hält in alle Dinge. Und das geht ein bisschen auf die Frage zurück, die der Herr gestellt hat, wie verändert sich denn die Arbeit oder die Jobs? Und ich denke, das erkennt jeder, es gibt halt keine Jobs mehr, ohne dass man mit Technologie oder mit digitalen Dingen in Berührung kommt. Ja? Und das verändert sich schnell und die Veränderung geht schneller als in der Vergangenheit, das erleben wir auch mit. Und deswegen ist es, um am Ball zu bleiben, um wieder kompetitiv zu sein, um selber Jobs zu finden oder eben auch als Arbeitgeber attraktiv zu sein, ein ganz starkes Muss. Ja. Mhm. Die Akzeptanz der Mitarbeiter, dass man sich auch Lerninhalte proaktiv sucht und aneignet, ist in den letzten Jahren gestiegen. Ja, man war, und ich bin selber so groß geworden, vor 25 Jahren in der IBM begonnen, gewohnt, ja, da gibt es jemanden, der einem erklärt, was ich in der Woche 1 zu lernen habe oder am Jahresende. Die Zeiten, das ist vorbei. Ja, es hat sich geändert in etwas, das ein sehr großes Angebot ist und der Einzelne ist vielmehr aufgefordert, sich auch dieses Angebot selber anzueignen. Das war nicht immer leicht, aber auch hier sehe ich eine gute Bewegung nach oben und ich spreche jetzt auch privilegiert in einem Unternehmen, das eben weltweit da ganz viel Erfahrung hat und auch Inhalte, Lerninhalte auf unterschiedliche Art und Weise zur Verfügung stellt, aber das ist wieder für mich so dieses Stichwort Flexibilität. Ja. Wir haben Lerninhalte, die kann ich mir mit Video anschauen, ich kann mir den gleichen Lerninhalt in einem Text lesen oder ich kann den gleichen Lerninhalt nur in einem Audio zur Verfügung bekommen. Das ist jetzt toll, dass wir das leisten können als Unternehmen, aber das bringt
gibt wieder die Möglichkeit, zum Stichwort Flexibilität zu sagen, will ich am Arbeitsplatz mit einem Schirm lernen und eher ein Video sehen, will ich, weil ich im Auto sitze, etwas hören oder will ich, weil ich den Inhalt eigentlich vielleicht schon ganz gut kenne, nur mich nochmal schnell updaten und querlesen. Und das ist etwas, wo ich sage, motiviert dann die Menschen, wenn auch die Inhalte in einer Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, die sie konsumierbar machen. Ja. Weil am Ende des Tages, denke ich, diese Veränderung und der Einzug der digitalen Dinge in die einzelnen Jobs oder in die Businessmodelle der Kunden ist ja etwas, was zwar Technologie enabled, aber am Ende des Tages wir alle als Individuen, als Konsumenten ja fordern. Wenn wir sagen, es ist toller, weil ich selber, wann auch immer, meinen Flug buchen kann und eben nicht auf die Öffnungszeit des Reisebüros angewiesen bin, dann werde ich aus Convenience-Gründen dieses Angebot online annehmen und lieber am Sonntag am Abend buchen und nicht warten, bis es Montag frei ist. Umgekehrt gebe ich Ihnen recht, wer es gesagt hat, ja, wenn dann die Fluglinie sozusagen alles an mich auslastet und ich bin der eincheckt und der alles macht und umbucht, dann bin ich zwar als Konsument kurz irritiert und sage, jetzt bringe ich ja die Arbeitsleistung eigentlich meines Anbieters, aber wir sind ja auch die Konsumenten, die gleichzeitig kompetitive Preise wollen etc. Also das greift schon alles ineinander. Aber zurück zum Lernthema, also ganz klares Selbstverständnis finde ich, und da geht es wieder auch um Mindset und in Schulen hinein. Die Schule hört nicht auf mit der neuen Mittelschule oder mit dem Gymnasium, mit der Uni, sondern auch dort schon das Mindset zu geben, das ist ein Puzzle zum lebenslangen Lernen, das in den Schulen stattfindet. Ja, also ich kann das bei uns natürlich auch ganz, ich kann eigentlich nur unterstützen, was Sie beide gesagt haben. Wiser steht ja eben für Weise, für sich ständig weiterbilden, für Lernen, für Personal Growth, das ist auch einer unserer Werte. Und es betrifft eben in unserem konkreten Fall, weil wir zwar ja ein Startup sind und zum Teil sehr junge Mitarbeiter haben, aber es betrifft genauso unsere Ältesten. Und unsere älteste Mitarbeiterin ist 59, der Edmund ist 60, also das heißt, es ist vollkommen egal, ob wir da jetzt einen 28-jährigen jungen Screen-Designer oder Frontend-Entwickler haben oder eine 60-jährige Salesperson. Wir sind alle lernend und zwar täglich, indem wir uns natürlich Lernmaterialien eben auch per Video oder wie auch immer holen, aber auch indem wir einfach Sachen umsetzen und Learning by Doing eben praktizieren. Weil es vorher auch noch ein bisschen, oder weil es auch ein bisschen um die Skills der Zukunft geht. Es gibt ja da oft dann die Auffassung, dass, oder wir haben natürlich auch sehr viele Menschen, die in Frühpension sind oder in Pension sind, oftmal eben nicht freiwillig. Und da wird ihnen unterstellt, dass sie quasi keine Qualifikationen haben, die noch am Arbeitsmarkt das wert sind. Und das ist halt bei uns sehr spannend, weil wir dann aber trotzdem wieder Jobs reinkriegen von den Firmen, wo genau diese Skills gefragt sind, nämlich die Top-Skills auch in der Zukunft werden immer noch sehr stark sozial sein, das heißt Verhandlungsgeschick, das heißt Führungsqualität, das heißt gut im, also Kundenorientierung, alle diese Social Skills oder auch Kreativität, das kann eine Maschine einfach nicht ersetzen. Und deswegen wird da der Mensch einfach immer noch wichtig bleiben, so viel wir digitalisiert werden. Und deswegen sind auch unsere älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen noch lange relevant. Und was bei uns ganz spannend ist auch, es kommen dann Firmen zu uns, die vielleicht an AIs arbeiten, also an ganz neuen Technologien, die aber dann trotzdem das Wissen der Älteren brauchen, nämlich für kritisches Denken. Ein Beispiel, mich hat eine AI-Agentur gefragt, ob wir nicht einen Experten haben in einem gewissen Feld, weil sie gerade eine AI bauen und da eben haufenweise Daten zur Verfügung haben und aber nicht wissen, wie diese Daten einzustufen sind, wie sie, welche Risiken es gibt, und das können halt dann vielleicht ältere Menschen, die diese Erfahrung und Lebenserfahrung haben, besser einstufen als ein 20-jähriger Data Scientist, der dann das Technische dazu bringt. Aber da werden ganz viele neue Jobs sich einfach auch entwickeln, die für jung und für alt relevant sind. Und ja, so ist es. Das ist ein bisschen mein Einblick.
Genau, würde ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Und zwar ist es, müssen wir aufpassen, weil gesellschaftlich beobachten wir, dass wir besonders diejenigen, die schon insgesamt oder bisher in ihrer Vergangenheit sehr viel gelernt haben, auch diejenigen die sind, die derlei Angebote am proaktivsten annehmen, weil die den Wert der Bildung schon erkannt haben offensichtlich. Dass wir als Gesellschaft, aber auch als Arbeitgeber darauf achten, Bildung auch jenen zukommen zu lassen, die vielleicht bisher nicht so sehr darauf angesprungen sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es braucht dafür immer auch Ort, Zeit und Geld. Das muss geregelt werden. Wir haben gehört, Arbeitszeit, Arbeitsort. Also wo soll das stattfinden? Wie wird es finanziert? Und woher kommt die Zeit? Also quasi hier auch die, das ist auch etwas, was gemeinsam getragen werden muss in Wahrheit. Also das ist, da muss von Arbeitnehmerin etwas kommen, aber auch vom Arbeitgeber. Also es lässt sich nicht quasi nur ans Wochenende delegieren, weil dann schon wieder all jene, die am Wochenende andere Verpflichtungen haben, haben dann keine Chance dazu. Wir plädieren auch immer ganz stark darum, wenn es dann darum geht, was muss denn alles gekonnt werden in Zukunft. Natürlich kann man da reden über Fachkompetenzen, Querkompetenzen und überfachliche Kompetenzen und alles wird wichtiger. Aber auch ein bisschen über die Frage, wo das alles erworben werden soll. Und wir plädieren schon immer sehr stark, dass der Betrieb hier sich nicht völlig aus der Verantwortung zurückziehen kann oder immer noch eine ganz wesentliche Rolle spielen kann. Fachkräfte in Österreich sind ja sehr entscheidend, auch für den Wirtschaftsstandort, das ist auch schon gefallen, dieses Stichwort vorhin. Und das ist schon etwas, was stark quasi öffentliche Ausbildungsstätten mit betrieblichen, dieses Zusammenspiel, und das braucht es einfach. Ich kann nicht sagen, jedes Kind soll jetzt programmieren lernen, weil dann ist es super ausgebildet, was weiß ich, was wir brauchen, bis dieses Kind am Arbeitsmarkt ist. Ja. Das heißt, wir müssen schon auch ein bisschen die Qualifikationen, die es im Betrieb braucht, die sind mitunter zunehmend spezifisch und die müssen dann auch quasi in diesem Betrieb geschult werden können und uns die Möglichkeit geben, das zu lernen. Das heißt, ich glaube auch, dass dieses Allgemein, also kann man immer nur allgemeine Ausbildungen machen, quasi und spezifisch dann spezifische. Und dafür ist, glaube ich, dann der Betrieb auch nach wie vor sehr wichtig. Also Programmieren für alle und ein Tablet für alle alleine bringt uns noch nicht besonders weit. Und dann müssen wir auch, ist schon die Gleichstellungsfrage, ich habe es mit dem Wochenende schon ein bisschen angesprochen, auch immer mitdiskutieren, weil wir sehen, dass Teilzeit von Frauen häufig in Anspruch genommen wird, um Care-Arbeit zu leisten und von Männern so häufig, um in die Fortbildung zu gehen. Und wenn wir insgesamt diese Diskrepanz uns anschauen, dann müssen wir auch hier uns überlegen, was können wir als Politik, als Interessensvertretung, aber eben auch als Arbeitgeberinnen tun, damit dies nicht immer so einseitig in Anspruch genommen wird. Und da sprechen wir dann sehr schnell eben wieder, wie wird Bildung quasi an eine Person herangetragen, und Arbeitszeitfragen sind hier natürlich dann auch wieder relevant, wenn wir über Arbeitszeitmodelle sprechen. Und zukunftsorientierte Weiterbildung ist auch etwas, was wir von der Arbeitskammer sehr proaktiv forcieren. Wir suchen nach Beispielen und wir initiieren nach Beispiele. Es gibt viele Branchen, die sehr unterschiedliche Transformationsprozesse durchlaufen. Denken wir an die Bankenbranche, da schaut Digitalisierung ganz anders aus als im Einzelhandel, in der Handelsbranche, und beide sind unglaublich gravierend von diesen Veränderungen betroffen, und es wird mir in 10, 20 Jahren kein Arbeitgeber, keine Arbeitgeberin erklären können, dass das alles vollkommen überraschend ist. Und jetzt muss man quasi die halbe Belegschaft austauschen. Man kann sich auch jetzt schon überlegen, welche Qualifikationsprofile, was ist die Strategie, welche Qualifikationsprofile brauche ich, um diese Vision zu erreichen quasi, und wie kann ich jetzt schon beginnen, modular aufbauend Schulungsmaßnahmen anzubieten. Und da gibt es gute Beispiele, wir arbeiten da mit einer Bank zusammen, aber wir haben auch schon andere Beispiele gefunden und wollen noch weitere anregen, das proaktiv quasi auch von der Betriebsratsebene anzuschieben, anzustoßen, sich mit dem Betrieb zusammenzusetzen und zu schauen, es gibt eine Unternehmensstrategie, was bedeutet die für die Arbeitnehmerinnen, wie können wir die mitnehmen, weil das ist auch die Frage, die wir uns dann nachher stellen müssen, wie wir quasi alle Menschen über diesen Transformationsprozess mitnehmen können. Das ist entscheidend, nicht nur aus einer sozialen Perspektive, sondern wenn wir als österreichischer Wirtschaftsstandort besonders fit sein wollen, dann müssen wir das alle gemeinsam sein. Vielleicht dazu ein Einwurf von meiner Seite. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Ich glaube, dass allerdings nur Großunternehmen sich damit im Moment wirklich beschäftigen. Also gerade in meiner Branche, gerade beim Thema KI, würde ich das voll inhaltlich beschäftigen. Alle großen DAX-ATX-Unternehmen, mit denen wir reden, arbeiten an KI
denken über das Thema nach, nennen wir es mal so. Okay? Nicht, dass sie eine Strategie haben, aber sie denken über das Thema nach. Schaue ich in die österreichische Mittelschicht, die klassischen KMUs, ja, ob dort das Thema angekommen ist, ob die sich überlegen, wie sie mit künstlicher Intelligenz in ihrem Job umgehen, die Unternehmen, wo Customer Support darin besteht, dass der Cheftechniker in der Produktion noch den Hörer abhebt, um Customer Support zu machen, ja. Da glaube ich, sieht es ganz anders aus. Die sind vielleicht noch in der vorigen Transformation hängen die noch, ja. Die hängen noch in der Internet-Transformation. Aber das Thema KI rollt jetzt schon quasi langsam über die drüber. Also da würde ich eventuell einen Diskussionsbedarf sehen, weil ich glaube, da haben wir Aufholbedarf. Und da gibt es ja auch sehr gute Initiativen jetzt von der Regierung, da in den KMU-Stand hineinzugehen, zu sagen, hey, Vorsicht, da kommt schon die nächste Welle. Das muss ein bisschen flotter gehen. Ich denke auch, dass das erkannt wird. Da gibt es Initiativen, die das versuchen anzugehen, weil es ist ja nicht nur, dass die Mitarbeiterinnen diese Digitalisierung quasi erkennen müssen und den Bildungsbedarf für sich, sondern natürlich, wenn die Unternehmensführung, die Eigentümer das nicht verstanden haben, dann können sie auch nicht eine entsprechende Unternehmensstrategie. Also das betrifft uns alle. Und ich glaube, ein treibender Faktor ist wieder das Thema, ist man wettbewerbsfähig oder nicht. Ja. Ich kann mich gut erinnern, auch in meiner deutschen Zeit, Automobilbranche riesengroß, und da waren eigentümergeführte mittelständische Unternehmen, die far away waren zum Thema KI oder digital, weil einfach die jetzige Generation oder Nachfolgegeneration, das war, denen ist es gut gegangen, da war der Bedarf nicht da. Aber ich glaube, automatisch dort, wenn da der Druck reinkommt und wenn es im Unternehmen nicht mehr gut, dann ist es aber vielleicht zu spät, ja, oder wie Sie sagen, habe ich die Mitarbeiter noch nicht im Vorhinein ausgebildet, und da ist es eben eine Aufgabe, und wir sind schon noch als Rolle, in unserer Rolle, da wir nur Unternehmen bedienen, sowohl KMU als auch die Großen, auch ein Stück Aufklärung zu machen. Ja. Was bedeutet das, wenn ein Kunde sich nicht dem Thema öffnet und nicht sich transformiert zu dem Thema? Und das ist nicht nur technologisch, ja, sondern das heißt, das Geschäftsmodell wird dann morgen vielleicht verschwinden und ein anderes kommt. Und ich sehe es stark bei Kunden, dass sie uns sehr oft auch fragen und sagen, erzähl mir nicht, wie die Bank macht, die andere oder die Versicherung, erzähl mir von anderen Branchen. Was machen andere Branchen, und ich will von anderen lernen? Ja, weil die Industrie weiß, dass andere Industrien oder andere Branchen sich ja gegenseitig hier das Geschäftsfeld streitig machen wollen. Ja. Also auch da sehen wir zumindest auch einen ganz starken Auftrag, hier ein Stück Aufklärung zu machen. Ja. Und was Sie gesagt haben zum Thema soziale Kompetenz, unterstreiche ich voll und ganz. Ja. Es gibt so viele Soft Skills, oder wie Sie es benannt haben, in Summe, die ganz wesentlich sind und nicht weggehen und die den Menschen auszeichnen. Und damit bin ich jetzt auch als Verfechter der Digitalisierung und der Innovation und der Technologie der gleichzeitige Verfechter. Es ist immer ein gemeinsames mit den Menschen. Punkt. Simon, gibt's? Ja, nur eine Bemerkung. Ich habe gestern den Head of Digitalisierung von A1 zuhören dürfen. Sage ich jetzt einmal dürfen, wirklich. Und er hat zugeben müssen, dass sie mit KI nichts am Hut haben. Also rufen Sie mal dort an, hören Sie mal den Bot zu, dann wissen Sie, dass es so wahr ist. Ja, also, da haben Sie noch gute Chancen. Ich denke, wenn Sie sich als Partner anbieten, haben beide was davon. Sehr gerne. Da haben wir Geschäft auch schon gemacht, diese wunderbar. Gibt es noch? Bitte. Nicht. Gar nicht so sehr KI und so weiter, sondern Automatisierung allgemein. Ja? Und das ist etwas, was ich heute ein Erlebnis gehabt habe, aber also in den letzten Tage, und das ich auch immer wieder habe, ja? Ist, dass Startups, die neue Dienste anbieten, ja, insbesondere ja, Zahlungsdienste, oft ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, dass die Daten auch von Menschen vielleicht überprüft und korrekt sind. Ja. Also wenn, ich habe gesagt, jeder hier schon mal dieses Erlebnis gehabt, also plötzlich ein Kontoauszug, ja, irgendeine Zahlung, irgendeine Abbuchung findet von einem Unternehmen, das man nicht kennt, ja, mit einer nichtssagenden ID, und dann herauszufinden, was war das eigentlich, was habe ich hier online irgendwo eingekauft, etc. Ja, das ist eine große Herausforderung, vor allem in diesen Zahlungsdienstleistungen. Das hat man aber auch in anderen Bereichen, wenn es um Tickets geht, Verkehrstickets und so weiter, wenn da irgendwelche Logos auftauchen, die man nicht kennt, etc. Die speziell in den Mittelsmänner drin sind, also hauptsächlich irgendwelche Leistungen erbringen, ja, dass die dann auch darauf schauen, dass die
Endkunden und ihre und die Geschäftspartner, mit denen sie arbeiten, hier im Sinne des Konsumentenschutzes und so weiter, ja, hier korrekte Daten liefern. Das halte ich für eine im Moment fast größere Herausforderung und einmal eine Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt über KI und ähnliche Technologien nachdenkt. Weil ich würde mich sehr dann, wenn das heute schon nicht funktioniert, offensichtlich, ja, wenn dann eine KI dann zusätzlich eingreift und auch noch die Daten durcheinander würfelt, möglicherweise das überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Also ich denke, der verantwortungsvolle Umgang mit Daten ist so die Grundbasis und die betrifft uns alle. Wir selber, was machen wir mit unseren eigenen Daten, dort fängt es an und dann wieder Stichwort Aufklärung etc. Und das Zweite ist, ja, wie aus meiner Unternehmenssicht gesprochen, ja, unser Auftrag ist es ganz, ganz stark, den Unternehmen, weil wir bedienen nicht den Konsumenten, ja, dabei zu helfen auf der Reise. Aber es gibt eben eine riesige Welt, auch viele Unternehmen bedienen direkt den Konsumenten mit solchen Lösungen und da muss man wirklich aufpassen, ob da alles dann mit rechten Dingen zugeht, ja, und ob Daten, die einem gehören, auch einem bleiben, ja, und nicht verwendet werden für etwas anderes. Ja. Das ist eine große Aufgabe. Aber es fängt aus meiner Sicht an mit diesem vertrauensvollen Umgang jeden Einzelnen. Ja, da wird schon viel anders passieren. Ja. Und im Prinzip der Nutzen, das war ja die einleitenden Worte, wenn der im Vordergrund steht, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn es einen Nutzen gibt, ja, dann sind wir auch sehr stark mit, dann die Treibenden, die etwas nutzen und eben etwas weiterführen. Ja. Und wenn es aber den Nutzen gibt, dann ist, denke ich, spricht auch gar nichts gegen die Dinge, die dann sich ergeben. Ja. Bis hin zur KI und vielleicht noch eine Querverweis, weil es mir vorher beim Lernen eingefallen ist. Und es gibt viele Berufe, und da hat mir Ihr Vergleich gefallen, der Allerwisser, der alles weiß. Ja. Auch wenn ich sein möchte, der alles weiß, es reicht heute die Zeit nicht, dass ich als Arzt oder als Anwalt jedes Gesetz und jede Nachkommastelle kenne. Ja. Und da kann ich im positiven Sinne sagen, wo kann mir die Maschine, wo kann mir die KI helfen? Ja. Damit ich heute als Arzt, der vielleicht vor vielen Jahrzehnten wirklich alles wusste, weil es überschaubar war, die Anzahl der Bücher, der Publikationen. Heute ist die Welt zu groß, es passt in kein menschliches Leben mehr, dass ich alles lesen kann. Ja. Und da KI oder die Maschine oder Inhalte digital zu nutzen, die mich bereichern auf meinem Weg des lebenslangen Lernen, finde ich auch ein ganz spannendes und gutes Beispiel. Ne. Eine Frage zum permanenten Lernen. Sofort ein Hinweis weg vom wie wir arbeiten werden, sondern was und vielleicht noch eine Steigerung, ob wir arbeiten werden. Ne? Weil ich sage, lebenslanges Lernen ist schön. Ich weiß nicht genau, ob alle mitkommen, wenn die Ansprüche immer höher werden. Ja? Und ich glaube, im gesellschaftlichen Leben wir auch ein bisschen, dass sich manche zurückgelassen fühlen. Also vielleicht kann ich nicht kommen. Ja? Vielleicht müssen nicht alle arbeiten, vielleicht haben wir genug Roboter, die genug Wertschöpfung machen oder so. Ne? Aber glaube ich, bei IBM oder was, denken, haben wir vielleicht auch Erfahrungen schon, kommen da alle mit oder bleiben wir hier zurück und müssen aussortiert werden. Also ist Wissensarbeit verbindet uns ja heute am heutigen Abend und das ist, jeder kommt nicht gleich mit, nein. Es ist eine Herausforderung, alle Menschen hier mitzunehmen. Ja. Das ist nichts Leichtes und man muss sich individuell auch ein Stück anpassen. Da hat man schon die Verpflichtung, wie Sie auch richtig gesagt haben, als Arbeitgeber, ja, unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Niveaus oder Erfahrungen einfach darauf einzugehen. Ja. Zum Thema, wie viel werden wir arbeiten, ich fange dann mal bei mir selber an und sage, wenn ich mir überlege, wie viele Entscheidungen ich am Tag treffen muss, wie viel ich eigentlich zu spät bin wieder in einem Meeting oder dass die Zeit nicht reicht, um Dinge fertig zu diskutieren. Ich wünsche mir in meiner Arbeitswelt, und die ist schon sehr hoch digital und sehr privilegiert, trotzdem noch mehr. Ja, ich würde mir noch mehr wünschen, dass ich unterstützt werde durch Digitalisierung, weil, aber das ist mein Kopf, der dann sagt, weil ich eben persönlich doch gerne die halbe Stunde oder Stunde früher zu Hause bin bei der Familie im Mindset und mich nicht definieren möchte über die Anzahl der Stunden. Also da ist noch viel Ruhm drinnen, oder wie sagt man, Ruhm vor dem Berufmann drinnen, wo ich sage, es könnte noch Arbeitszeit rausgenommen werden, weil ich einfach heute Dinge erledige, die nicht sinnvoll sind. Und ich glaube, das kennen Sie alle, wie viele Tätigkeiten wir suchen tagsüber. Wir suchen irgendeine Information irgendwo. Und wenn man die Zeit aufaddiert, das hätten wir wahrscheinlich auch schon im Bildschirm wieder erinnern. Ja. Aber das, wenn da Hilfe gestattet wird, aber es darf halt nicht kompensiert werden, sagen, du musst trotzdem die 12 Stunden jetzt aus irgendeinem Grund, nur weil es die Anzahl der Stunden ist. Ja. Kann ich auch die Anzahl der Stunden denken, ja. Mir, sondern es ist einfach ein Niveau, denken wir, irgendwann werden ja keine Interviewfahrer mehr da sein und keine, das sind Kassiererinnen oder was immer demnächst. Ja. Und das sind doch relativ große Berufsgruppen, ja, die da irgendwie höher bestuft werden müssen, ja, damit sie eben auch geistig oder sagen wir mal Innovation weiter.
Vielleicht darf ich mal als Moderator kurz einen Zwischenruf gestatten. Ich finde es toll, dass diese Dynamik entsteht. Ich möchte Sie einladen, trotzdem, damit wir mit der Zeit durchkommen, außer Sie wollen eine Stunde überziehen, das mache ich locker. Dass wir manche Dinge hinten nach in einem One-to-One diskutieren. Die Herrschaften bleiben auch da, aber sonst wir schaffen das Programm sonst nicht. Eine Frage und dann gehen wir bitte zum nächsten Thema, bitte. Das ist keine Frage, so sehr noch mal ein Beitrag und ein Feedback. Man darf bei all dem, was Digitalisierung und wissensbasierte Arbeit und KI-Einsatz nicht vergessen, dass das alles nicht nur dazu dient, das machen Firmen gerne, um was wegzuautomatisieren von der Arbeitskraft, damit man Geld sparen kann, sondern es geht auch dann, und auch zwischen den Firmen, damit die Arbeit leicht wird, es geht letztlich, und dafür sind Firmen ja da, um deren Kunden. Und Kunden sind oft Endkunden, Personen und Menschen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel höre, A1, wir haben mit KI nichts am Hut, dann sollten Sie einmal die Hotline von A1 anrufen, dann sehen Sie ein Katastrophenbeispiel von etwas, wie man etwas, was intelligenzlos, aber künstlich ist, einsetzt. Und das sollte man vielleicht ein bisschen besser machen. Das war das eine. Und ich denke auch, dass die Digitalisierung alle Kunden erreicht, auch die mit Digitalisierung überhaupt nichts am Hut haben. Nicht nur, weil sie schon alt sind, sondern auch, weil sie jung, aber dafür nichts übrig haben. Bank, Online-Banking, ein Beispiel, das ist jedem aufs Auge gedrückt. Und wenn das nicht wirklich gescheit gemacht ist, dann tut es den Kunden weh, dem Unternehmer nicht, dem ist wurscht. Und da sollte man sich als Unternehmer, wenn man das machen will, also so eine technologische Entwicklung bis nach draußen drücken, dann sollte man sich da schon gut überlegen, was man da macht damit eigentlich. Impulsreaktion drauf, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Nein, ich glaube auch, dass dieser Digital Gap einfach ein Riesenthema ist und aber noch mehr sein wird, weil einfach dann nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben die Kunden, die User zurückgelassen werden, wenn sie Online-Banking verpflichtend verwenden müssen und keiner unterstützt sie dabei, das zu verwenden. Ja, deswegen, was wir jetzt auch gerade quasi als Projekt angehen, ist eben mit einer größeren Bank, wo wirklich ältere, sehr tech-affine Pensionisten, Pensionistinnen, anderen, die weniger technisch versiert sind, quasi auf Augenhöhe in Ruhe erklären, wie jetzt ein Online-Banking-System funktioniert, wie eine Selbstbedienungsmaschine funktioniert. Und da hat dann sowohl auch das Unternehmen was davon, als auch der Kunde, weil das Unternehmen spart sich extrem viel Geld, indem nicht der 20-jährige Bankberater, der eigentlich Bankprodukte verkaufen soll, dann einer 80-jährigen Dame erklärt, wie sie beim Bankomat Geld abhebt, sondern seine Sache machen kann. Und wiederum die Kundin, die 80-jährige Dame, profitiert davon, weil sie es in Ruhe erklärt bekommt. Und ich glaube, da muss es noch viel mehr Hilfestellungen geben, eben bei Self-Check-Ins, bei Kassen, bei Bankomat und mobilen Apps, die man verpflichtend verwenden muss. Und gescheite Konzeption der Portale. Das auch, die Usability und also die ganze Anwendung, definitiv. Also da muss ich auch ganz kurz als Unternehmer was dazu beitragen. Ich habe das Vergnügen, aus verschiedenen Gründen mit 4 verschiedenen Online-Banking von 4 unterschiedlichen Banken zu arbeiten. Sind Banken da, ja? Also ich stehe dann anschließend gerne zu solchen Bankvertreter da sein, meine Meinungen zu teilen. Aber es ist manchmal eine Katastrophe, ja, was als neues Produkt herausgebracht wird. Und dann kann ich nicht einmal Finanzamtszahlung machen, weil das diese Version jetzt noch nicht unterstützt, aber wir bewerben schon großartig. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir dürfen den Kunden nicht ganz aus den Augen verlieren. Und wenn ich an meine Mutter zurückdenke, die sich hoffnungslos überfordert, finde ich super, dass ihr so etwas lanciert. Ich möchte aber jetzt das Thema kurz wechseln, damit wir ein bisschen weiterkommen. Es geht wiederum um die digitale Arbeitswelt. Was brauchen wir denn auf dem Weg, um das realisieren zu können? Und zwar jetzt zur Frage thematisch vom allgemeinen organisatorisch, was müsste man denn tun? Daten sind ja schon dank der Frage angesprochen worden, aber auch wir haben in Österreich eine Transparenzdatenbank. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Also wir haben eine Datenbank, das ist gut.
ist sie transparent, ist ein anderes Thema. Datenschutz und öffentliche Daten, ja, also weil die Frage ja heute schon gestellt wurde zum Thema, wie sehr kann ich auf Daten vertrauen? Ja, was ist Open Data ein Weg möglicherweise? Und Qualitätssicherung A zu den Daten, Qualitätssicherung zu den Systemen. Und ein Punkt, den ich ganz, ganz wesentlich finde, ist das Punkt Ethik. Also ich darf hier für alle, die es nicht kennen, das Beispiel bringen. In der Stanford University wurde eine Artificial Intelligence, eine KI, entwickelt, die mit 91%iger Wahrscheinlichkeit anhand ihres Bildes vorhersagen kann, ob sie homosexuell sind. Ja, ist schön. Ne? Jetzt sage ich einmal, ist in Österreich, Mitteleuropa vielleicht unproblematisch. Im Mittleren Osten ist das wahrscheinlich nicht ganz so unproblematisch. Wobei man natürlich sagen muss, die KI als solches ist unschuldig. Ist die Frage, was machen wir und was erlauben wir? Und das ist die Frage Ethik, die ich hier ein bisschen auch anziehen möchte. Wer springt das erstes an? Alle schauen mich an, okay? Ich kann auch gern. Nicht alles, was man machen kann, sollte man machen und nicht alles, was man machen kann, sollte erlaubt sein. Ja. Es ist ein Tool, es ist ein neues Tool, das wir haben in unserer Werkzeugbox, mit der wir arbeiten können. Aber wir haben auch im Laufe der Jahre gelernt, dass wir mit einem Messer ein Brot streichen dürfen, aber es dem Nachbarn nicht in die Rippen stechen dürfen. Ja. So gesehen ist es auch bei KI ein wertvoller Umgang. Also ich bin bei uns im Unternehmen einer der Ersten, der sagt, die Developer, die bei mir arbeiten, müssen ein Ethikverständnis davon haben, was sie bauen. Ja, gerade wenn sie mit dem Thema KI arbeiten. Was bringen sie der Maschine bei? Welche Entscheidung trifft die Maschine? Weil sie sind letzten Endes das Werkzeug, das dann multipliziert über die KI werkt. Und dadurch haben sie in meinen Augen auch eine gewisse Ethikverantwortung, was sie da bauen. Nicht einfach nur zu sagen, ich baue jetzt etwas, was von oben kommt und wird schon passen, sondern Da muss es diese Schranke geben. Also ich glaube, wir müssen, wie mit jeder neuen Technologie, wie mit jedem neuen Spielzeug, das wir bekommen, uns überlegen, wo ist die Grenze? Was dürfen wir bauen? Was können wir bauen? Tun wir aber nicht. Ja. Was mich dann immer stutzig macht, ist, wenn man in die Politik hineinhört, wie das Thema dann dort versucht wird zu regulieren, sage ich jetzt mal ganz grob, und mit welcher Vorstellung dann versucht wird, dort zu regulieren. Da sehe ich dann immer das Problem, dass dann entweder überschießend oder unterschießend reguliert wird, weil einfach auch dort ein Verständnis aufgebaut werden muss. Ja? Das sollte aber bei diesem Thema, das profitgetrieben ist, das jetzt nicht einfach mal da existiert und wir machen mal, sondern die Unternehmen führen das ein, weil sich die meisten Projekte aus Erfahrung vor dem ersten Bilanzstichtag schon wieder rentiert haben. Das heißt, wann immer das Thema kommt, sagt dann natürlich machen wir das. Das rentiert sich ja, bevor ich eine Bilanz schreibe. Das heißt, das geht extrem schnell. Und diese Schnelligkeit, die muss auch dort Adaption finden. Weil nur dann können wir darauf reagieren und dann können wir auch vernünftige Grundregeln treffen. Und da sehe ich Aufholbedarf. Da vernünftig heranzugehen. Viele Konzepte, die wir sehen, basieren auf Wissen, das teils veraltet ist. Über wie sich das formuliert. Also wir als unsere zwei strategischen Standpunkte der IBM, eines ist das Thema AI und künstliche Intelligenz, haben als eine der ersten Unternehmen Grundprinzipien uns selber gelegt, bevor irgendeine Regierung Gesetze geschaffen hat. Und die gehen in diese Richtung zum Beispiel, ja, dass die Daten dort, wo sie entstehen, demjenigen gehören. Ja, das ist einmal ein Grundprinzip. Ja. Das zweite Grundprinzip, egal was aus KI, aus Verknüpfung an Daten, an Intelligenz entsteht, gehört auch demjenigen spezifisch, der diese Daten zur Verfügung gestellt hat. Ja. Also nicht, wir nehmen die Daten des einen, trainieren damit den anderen oder nehmen die Daten des Konsumenten. Also das ist etwas, wo jetzt wir uns vielleicht als IBM leichter tun, weil wir mit Unternehmen und nicht Konsumenten zu tun haben, aber das ist ein heiliges Grundprinzip. Ja. Und der dritte Punkt ist die größtmögliche Transparenz. Wenn heute eine Maschine empfiehlt, ja, 80% Wahrscheinlichkeit, das soll passieren, dann muss dem Anwender die Möglichkeit
gegeben werden. Erstens, dass er selber entscheidet, ob er dieser Entscheidung folgt. Ja, und zweitens, warum sind es denn die 80%? Welche Daten, welche Quellen, welcher Algorithmus, was steht zur Verfügung? Also wir haben eigene Software-Tools hier auch angeboten auf Open-Source-Basis, die sozusagen zur Verfügung stehen der Welt, um die Transparenz zu ermöglichen. Und last but not least, ich meine, das Ethikthema ist ein sehr breites Thema und das ist auch ein kulturelles und in Ländern unterschiedlich beurteilt. Wer ist denn auf der Welt da und kann sagen, diese Werte sind richtig und andere Werte sind falsch? Ja, ich meine, wir glauben alle, wir haben das richtige Werteverständnis, aber in anderen Kulturen ist das richtig wieder ein anderes richtig. Ja. Wir haben ein Forschungsprojekt weltweit, das beschäftigt sich mit der sogenannten Unbiased Artificial Intelligence, also eine Artificial Intelligence, die eben nicht in Bias verfällt und eben nicht zu rassistischen Themen oder etc. zu solchen Themen kommt. Wir versuchen uns auch aktiv zu beteiligen, sowohl auf europäischer, amerikanischer und auf österreichischer Ebene zum Thema Ethikkommissionen, in welchen Ausprägungen das auch immer ist. Und wer das Thema verfolgt, sieht dann auch da oder dort so die Leiter von ethischen Kommissionen. Und dann kann man sich auch fragen, ist das richtig, ist das falsch? Ja, wer bestimmt denn am Ende noch einmal dieses, was ist richtig und falsch? Deswegen größtmögliche Transparenz zu schaffen, in dem, was KI, und das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich, auch ermöglicht, schafft, wie kommt es denn zu Entscheidungsvorschlägen, bevor dann die Entscheidung getroffen wird. Ja? Also der Mensch muss die Möglichkeit haben. Und als Konsument wünsche ich es mir und als Anbieter der Technologie ermöglichen wir es, dass wir immer wissen als Konsument, rede ich mit einer Maschine oder rede ich mit einem Menschen? Das muss transparent sein für uns. Ja, also wir beschäftigen uns natürlich sehr stark mit Age Bias, also einer der Gründe, warum natürlich sehr starke Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt auch vorherrschend ist, ist, weil es viele Algorithmen gibt, die ganz einfach Menschen, die jetzt, sage ich mal, über 50 zum Beispiel, also die Lebensläufe einfach aussortieren und die dann gar nicht so weit kommen, dass sie ein Interview bekommen würden beispielsweise. Aber man muss halt da auch wiederum sagen, derjenige, der diesen Algorithmus trainiert hat oder füttert oder die Kriterien bestimmt, nach denen aussortiert wird, ist eigentlich der Mensch. Und wenn der Arbeitgeber sagt, ich will niemand über 45 haben, dann macht die Maschine das. Also ich glaube, es braucht da einfach sehr viel Sensibilität und einfach sehr viel Aufklärungsarbeit, auch bei den Führungskräften, bei den Entscheidungsträgern, die einfach mit diesen Tools, mit den Tools umgehen und auch bei den Recruitern jetzt, also in meinem Fall eben, bei allen, die diese Software verwenden, muss einfach sehr viel aufgeklärt werden, wie man das zu verwenden hat, ohne dann jetzt der Maschine auch zu erlauben, dass es zu gebiasten Resultaten kommt. Ich nehme. Ja, also es gibt immer den Spruch, Technik ist neutral, oder? Die Technik selbst will von sich aus nichts, noch nicht. Und dann gibt es aber auch wieder den Spruch, es gibt keine neutrale künstliche Intelligenz, weil jede künstliche Intelligenz immer das ein Modell ist, das versucht, etwas abzubilden, eine Wahrheit abzubilden, und die ist immer beeinflusst von denjenigen, die sie einsetzen, denjenigen, die sie entwickelt haben. Und ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst werden, auch wenn wir dann darüber sprechen, wie wir dafür sorgen können, dass mittels Transparenz und auch diese Systeme so öffnen, dass sie kritikfähig sind und von Feedback-Loops quasi weiterentwickelt werden können. Also ich glaube, wir, bloß weil die Technik per se oder die künstliche Intelligenz niemals neutral sein kann, weil sie immer von die Realität von irgendjemandem abbildet, heißt es nicht, dass wir sie nicht trotzdem anwenden sollten, aber wir müssen sicherstellen, dass sie sich verbessern kann und nicht zu fatalen Problemen führen kann. Das soll heißen, dass es immer eine breite Einbindung auch braucht, unterschiedlicher Stakeholder, damit wir keine technokratischen Systeme schaffen, die dann undurchsichtige und unhinterfragbare Entscheidungen treffen, die dann auf Lebensrealitäten von vielen Menschen angewendet werden. Es gibt auch das Buch, das hat mich recht fasziniert, das heißt Weapons of Math Destruction, also mathematische Massenvernichtungswaffen, die darauf abspielen, dass wir künstliche Intelligenz häufig verwenden, um große Mengen an Daten, aber eben häufig sind das auch große Mengen von Menschen, zu verwalten, einordnen zu können. Wer bekommt einen Kredit, wie hoch, wer bekommt dieses oder jenes Jobangebot angezeigt, wer bekommt das nicht.
Und überall dort, wo wir beginnen, Menschen systematisch zu clustern, wird es natürlich sehr problematisch, weil das fast nicht diskriminierungsfrei vonstatten gehen kann. Und überall dort müssen wir extrem aufpassen und müssen den Menschen mitteilen, dass ihre Daten verwendet werden, was für eine Entscheidung quasi gerade getroffen wird. Das ist auch ein bisschen, was Sie angesprochen haben, quasi warum kommt dieses System zu einer 80% Wahrscheinlichkeit, dass ich weiß nicht, irgendwas tun werde. Und wie kann ich, das Gefühl habe, dass das nicht richtig zutrifft, also wie kann ich dagegen vorgehen? Also wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht irgendwelche technokratischen Götter schaffen, das sagt die Maschine und fertig aus. Ich glaube, das ist durchaus ein bisschen eine Gefahr. Ihr kennt auch dieses Wort Black Box Society, oder? Dass wir irgendwann quasi zunehmend viele Entscheidungen delegieren an Systeme, die zunehmend undurchsichtig sind. Und da müssen wir auch bedenken, dass ein Ungleichverhältnis herrscht. Wir als Endkonsumentinnen, als Arbeitnehmerinnen, als Individuen stellen relativ großzügig unsere gesamten Daten zur Verfügung, oder? Wir willigen mittels eines Klicks in der AGBs, keine Ahnung was alles, zu, während wir umgekehrt relativ wenig darüber erfahren, was mit unseren Daten getan wird. Das heißt, diese Transparenz ist eine sehr einseitige Transparenz. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir sollten aufhören, mit Daten zu arbeiten. Ich bin jemand, der sagt, diese Transparenz sollte in beide Richtungen gelten. Das heißt, sammeln wir die Daten, überlegen wir uns, wie wir die Welt verbessern können, aber dann lasst mich auch wissen, quasi, wozu ihr die einsetzt und was ihr mittels all dieser Daten tut. Und da müssen wir schon auch ein bisschen darüber nachdenken, wie wir unsere Intellectual Property Rights, also Patente und so weiter und so fort, Trade Secrets, Geschäftsgeheimnisse und so weiter handhaben. Die kommen noch aus einer Zeit, da hatten sie aus anderen Gründen eine Berechtigung. Die werden aber jetzt zunehmend eben genau für diese Geheimniskrämerei verwendet, die ich als problematisch für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz sehe. Und da ist es sehr häufig so, dass es demjenigen oder derjenigen, die dieses künstliche Intelligenzsystem anwendet, gar nicht großartig problematisch auffällt, dass das System sehr fehlerhafte Entscheidungen trifft. Warum? Weil sich die Bilanz schon verbessert. Es hat schon geholfen, quasi ein paar Risiken zu minimieren und so weiter und so fort. Nur die gesellschaftlichen Preis, den sehe ich einem Unternehmen nicht. Der ist ja nicht abgebildet quasi. Dass jetzt Leute sukzessive ausgeschlossen sind von unterschiedlichen Produkten, Dienstleistungen, aber auch Möglichkeiten. Das ist ja in meiner, das ist, sehe ich ja nicht quasi. Ich habe nur die Risikominimierung und aus der Perspektive ist dieses künstliche Intelligenzsystem für mich super erfolgreich. Es gibt auch gar keinen Grund, das zu hinterfragen. Gesellschaftlich aber sehr wohl. Also hier mein Plädoyer für eine Öffnung. Ich weiß, dass natürlich, wie genau man das gestaltet, ist sicherlich heikel, aber ich behaupte, dass die Intellectual Property Rights, die wir haben, in diesem Lichte neu diskutiert werden müssen. Ja. Gibt es darauf jetzt Reaktionen? Feedback? Gut, dann öffnen wir es vielleicht einmal nicht immer dieselben, öffnen wir es einmal für, aber trotzdem danke bitte. Die Bildung ist schon öfters angesprochen worden. Viele von euch haben Kinder oder auch Enkelkinder in der Schule, wissen also mit der alltäglichen Realität in unserem Klassenzimmer Bescheid. Ich habe über 30 Jahre im Bildungsministerium gearbeitet, eins aus neuer Technologie. Ich will jetzt keinen Monolog halten, aber die Frage ist, wir haben ungefähr 115.000 Wissensarbeiter, sprich Lehrende, die ein Homeoffice haben. Dort sind alles selber Zahlen, also in ihrem ganzen Segment 1 der Beiträge hier arbeiten, die zum Teil ihre Arbeitsmittel an ihre Arbeitsstelle mitbringen, sprich Laptops, iPads etc. Dort irgendwie arbeiten, das WLAN funktioniert nicht, ihre eigenen Hotspots aufbauen und die Kombination mit Schülern. Das heißt, wir sind auf der einen Seite die Wissensarbeiter, die Homeoffice, wir haben das zweite Big Data, nämlich wenn Lerndaten zunehmend ins Internet verlegt werden. Ich möchte nur zum Beispiel die Google-Lernsuiten zum Beispiel ansprechen, wo die Lerndaten irgendwo sind und Lehrer einfach ihr Risiko eingehen. In Deutschland ist es zum Beispiel verboten, sie auch zu nutzen. Es geht also darum, wo liegen Lernerdaten nicht. Ich kann das, was Frau Neumann gesagt hat, unterstützen, die Lernerdaten, die von den Lernenden.
Aber die Frage ist es auch in der Realität so, weil wir haben zum Beispiel Schulbuchanbieter, wo Homeoffice, sprich also Exercises, Hausübungen auf den Rechnern dieses Anbieters laufen und nicht nur Hunderte, sondern Tausende, Zehntausende Daten da liegen, wo die Werbedaten dort von Unternehmen genutzt werden und nicht intern gehört. Und die nächste Frage war im Prinzip viele Daten, Big Data, Artificial Intelligence, auch als Interpretation. Wir wissen aus Amerika, dass es Unterrichtssysteme gibt, wo jeder Schüler bereits individualisiert sozusagen Lernangebote bekommt, im Sinne der Analyse dessen, was du gestern gemacht hast, wie du gestern reagiert, was bekommst du heute, Aufgabe der Lehrenden. Und jetzt ist das ein Megathema. Und ich hätte gerne vom Podium eine Rückmeldung im Sinne, glauben Sie, dass das österreichische Schulsystem heute aufgebaut ist, wenn wir es alle dunkel kennen, diese digitale Transformation verpacken wird? Und wenn nein, wenn die Antwort ein Kopfschütteln ist, was müsste wirklich in Österreich passieren, dass einem der reichsten Länder der Welt mit einem gut ausgebildeten Bildungssystem, damit Österreich auch in 10 Jahren noch eines der reichsten Länder dieser Welt ist? Ein sehr langes Statement, aber vielleicht eine interessante Fragestellung. Wer möchte? Also ich kann jetzt mal nur persönlich, also ich kurz mal mit einem Nein beantworten. Ich glaube, meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass wir sehr stark aus einem Lernsystem oder ich in einem Lernsystem erzogen wurde, wo es um die Reproduktion von Wissen gegangen ist. Reproduktion von Wissen ist wahrscheinlich das, was ich relativ wenig in meinem heutigen Job mache. Ich stelle nicht außer Frage, dass gewisse Kernstrukturinformationen vorhanden sein müssen, um navigieren zu können in einem Wissensspace. Ich glaube aber, was in einem Bildungssystem dazukommen muss, aus meiner individuellen Sicht, ist das Verlernen. Wie verlerne ich etwas? Wie lerne ich etwas neu? Und wie kann ich etwas transformieren? Ja, das ist etwas, was wir, glaube ich, gar nicht lernen in der Schule zurzeit. Ja, aber was ich bei ganz vielen meiner Angestellten sehe, dass sie vielleicht etwas gelernt haben, dann kommt eine neue Technik, dann müssen sie was Altes verlernen, um wieder was Neues lernen zu können, weil ich habe nur einen gewissen Bereich, den ich kann. Quasi. Und das ist teilweise schwierig und da sehe ich Aufbaumaterial. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns hinentwickeln zu einem fluideren System, das sagt, ja, ich muss einen Grundstock wissen, damit ich navigieren kann. Das muss aus dem FF können, weil ich kann nicht alles dauernd permanent nachschlagen. Aber dann sozusagen, wie lerne ich am besten für mich, wie verlerne ich wieder, wie transformiere ich, das sind Skills, die wir, glaube ich, unbedingt uns anschauen sollten, wie wir das besser unterbringen. Wenn ich darf, ich glaube, da gehört auch unbedingt noch dazu, dass wir mehr lernen, wie man kollaborativ etwas macht. Mhm. Weil in der Schule lernen wir alle einzeln und jeder hat so ein Buch, man sitzt nebeneinander und lernt das Gleiche. Ich meine, das ändert sich vielleicht ein bisschen, bei mir ist auch jetzt schon ein bisschen her. Ja. Aber ich glaube, dass man, wie man in der Kollaboration ein Problem löst, das ist etwas, was das Schulsystem unbedingt mit anbieten muss. Und aber auch kritisches Denken, weil da sind wir wieder ganz stark bei dem ganzen Datenthema, um zu erkennen, welche Daten, erst einmal, was bedeutet es, Daten herzugeben, wie gehe ich mit Daten um, wie schätze ich sie ein, wie schätze ich Quellen ein, also ist Wikipedia, kann ich das 1:1 glauben, was ich mir da gerade ergoogelt habe. Also die Qualität von Daten und Informationen einschätzen zu lernen und kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ein Punkt, der auch noch überhaupt nicht wirklich unterrichtet wird, aber weder bei Jung noch bei Alt. Vor allem, was ich dann noch hinzufügen will, warum es dann, darum fand ich das einen sehr spannenden, wichtigen Punkt, nämlich dann auch zu verstehen, wo setze ich dann welche Tools ein? Wann benutze ich dann in diesem kollaborativen Prozess Google? Wer kann aus der Gruppe was? Die soziale Intelligenz zu sagen, du bist gut in dem, mach diesen Arbeitsteil, ich bin gut in dem, und dann ein Team zu koordinieren. Dieses Kollaborativ fand ich einen extrem wichtigen Beitrag noch. Aber eben dann auch mit den Tools und die Maschine und eben langfristig auch die KI dann als Teil des Teams zu sehen.
Also ich kann zustimmen, dass ich auch der Meinung bin, Stand heute gibt es so viele Dinge, die passieren, also auf der einen Seite in den österreichischen Schulen oder in den Ausbildungsstätten, aber da ist noch ganz viel, was zu passieren hat. Ja, wir engagieren uns auch als Unternehmen und ich persönlich auch zum Beispiel im Rahmen der Initiative Teach for Austria und bin an neuen Mittelschulen in den Brennpunktbezirken Wiens unterwegs und es vergeht keine Unterrichtsstunde, wo dann der Lehrer nachher zu mir kommt und sagt, Frau Neumann, helfen Sie mir, wenn Sie in Ihrer Rolle mit den Regierungsvertretern sprechen, doch zu appellieren, und da sind wir noch nicht bei den besprochenen Inhalten, sondern dass eben mein Wireless funktioniert, dass ich nicht den Hotspot etc. Also ich kann das nur bestätigen, dass ja Infrastrukturdinge, die haben noch nichts zu tun, wie wir Inhalte konsumieren, reproduktiv oder nicht, an den Schulen fehlen. Ja, und ja, wenn man mit Bildungsministerium etc. den Austausch hält und jeder braucht ja nur die Zeitung aufschlagen, das Finanzierungsthema ist immer das große Thema, das dann drüber schwingt. Ich habe ein Stück Hoffnung, so das ganz Nein würde ich mich jetzt nicht anschließen, ich habe ein Stück Hoffnung, ja, so ein bisschen, weil wir sind nicht die Einzigen, die uns auf der Welt schwer tun, hier moderner zu werden. Ich sehe auch zumindest die Bemühungen der Regierung zu sagen, wir gehen und schauen, was passiert in Singapur und wie kann man das schulische Thema verbessern. Es ist aber nicht nur die Aufgabe der Politik, es ist auch die Aufgabe der Unternehmen, hier ein Stück beizutragen. Ich meine, heute wissen wir alle, die Fachkräfte, die wir brauchen, auch die Summe der Fachhochschulen würden nicht mehr so viele, Beispiel jetzt SAP-Entwickler geben, als sie die Welt oder die Branche bräuchte. Sprich, wir haben auch einen Auftrag zu sagen, wir bilden aus. Ja, und wir gehen da auch in Amerika ganz, ganz mutig und weit aus meiner Sicht. Wir sprechen nicht mehr von Blue-Collar- und White-Collar-Worker in der IBM, sondern wir sagen, wenn wir einem Menschen das Potenzial zutrauen, und wir haben wirklich Beispiele, dass wir von Starbucks gesagt haben, das ist ein toller Kellner, den hat ein IBM-Kollege fünfmal schon kennengelernt. Hast du Lust, zu uns zu kommen, ein 12-monatiges Bootcamp zu machen, Security zu lernen, ohne dass du eine TU und ein Gymnasium, was auch immer, besucht hast, also neue Wege zu beschreiten, wie man Menschen an die Bildung heranführt. Ja? Das heißt, die Verantwortung ist hier sowohl bei den Unternehmern, bei der Politik und bei uns. Ja? Wo schicken wir unsere Kinder hin? Welche Möglichkeiten haben wir? Natürlich die wir haben. Ich kann ja keine Schule jetzt bauen, aber ich kann schon als Elternteil auch hier mich engagieren in der Schule und auch ein Feedback geben. Ja, und das schätze ich dann, wenn auch Elternvertreter sich zusammentun und zu sagen, so im reproduktiven, sage ich jetzt, Unterrichtsmethode ist vielleicht doch nicht das Angebrachte, sondern was anderes. Ja. Aber es kommt immer wieder zurück zum Thema Aufklärung, zum verantwortungsvollen Umgang etc. Und bin dann auch erstaunt jetzt gewesen, jetzt in meinem Beispiel in einer neuen Mittelschule in Wien, wo dann nicht gefilmt werden durfte, weil nur 3 Schüler von 20 die Zustimmung der Eltern hatten, dass gefilmt wird. Und dann denke ich an die Schule meiner Kinder, wo wir eigentlich die ganze Zeit unterschreiben, unsere Kinder dürfen auf allen Homepages der Welt sein. Ja. Und diese Aufklärung, denke ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Ja. Aber ein Stück Hoffnung habe ich, weil es sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ein Kommentar von meiner Seite vielleicht noch, was ich mir wünschen würde von einem zukünftigen Schulsystem ist, dass wir den Kindern die Kreativität nicht verlernen und sie zu reproduzierenden Wesen erziehen, die zwar wunderbar was zitieren können oder so vielleicht sogar was ausrechnen können, aber nicht mehr frei denken. Aber das ist eher so ein Kommentar von mir. Wir hatten hier eine Frage, dann hier und dann gehen wir zum nächsten Thema. Bitte. Ja, ich würde genauso sein. Mich würde interessieren, zum Thema künstliche Intelligenz, die Transparenz. Weil die AI wird ja immer von einem Unternehmen programmiert oder halt anders. Und als Kunde hat man dann oft nicht. Ist das jetzt eine Personenentscheidung oder ist das jetzt schon die künstliche Intelligenz, die das Ganze entscheidet? Also zum Thema Transparenz. Und das Zweite ist, wenn jetzt diese KI in Zukunft eine Fehlentscheidung macht, was auch möglich ist, haftet dann das Unternehmen oder die künstliche Intelligenz? Das müssen jedenfalls Menschen sein, Entschuldigung. Ja. Die haften, weil sonst, ja, schwierig. Also soweit ich weiß, und da lege ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, keine juristische Disclaimer, ja, ist es nach GDPR so, dass wenn Entscheidungen von KIs vollkommen autonom getroffen werden,
dass dann sozusagen das erstens auch kommuniziert werden muss und es, glaube ich, auch eine zweite Instanz, eine Vorlage an einen Menschen verpflichtend geben muss. Mich bitte nicht darauf festzunageln, ich bin kein Jurist. Ich habe es zwar mal studiert, aber ich lege mich da ein bisschen aus dem Fenster. Also ich glaube, dass das da schon die entsprechende Maßnahme des Gesetzgebers gibt, das mit zu bedenken. Ich glaube, die wenigsten machen es bereits zu dem vollen Ausmaß, dass da wirklich nur automatisiert Entscheidungen getroffen werden, ohne die Vorlage einen Menschen möglich macht. Die meisten Systeme, die ich kenne, produzieren einen Vorschlag, der dann nochmal abgesegnet werden muss. Ja, aber dann finde ich es gut und schön, dass sozusagen, dass da eine Berufung in eine höhere, vielleicht sozialere Instanz quasi gibt. Ja, aber es geht jetzt ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir schon bei der Bildung waren. Ich höre irgendwann, ein Kind mit 20 möchte auf die Universität und es werden jetzt durch die KI unterschiedliche Rules angezapft und dann kommt raus, mein Kind darf nicht auf die Universität gehen, weil ich irgendwas in der Vergangenheit gemacht habe. Zum Beispiel, also das sind sehr grundlegende Entscheidungen, solche KIs treffen können, die wirklich auch zum Beispiel auf die nächste Generation, auf Kinder, einen großen Einfluss haben. Und wir sehen es auch schon im Bildungssystem jetzt, dass sie sagen zwar immer, die Bildung soll offen sein und es soll jeder Zugang haben, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Und das kann dann zum Beispiel so KIs wieder erschwert werden zum Beispiel. Das Social Scoring in China schon. Ja, also das ist keine technische Frage mehr. Analog auch die westliche Welt mag sich ethische Werte für Machine Learning, AI gibt es nicht, noch nicht, glücklicherweise, auf die Fahne heften. In China ganz konkret angesprochen, wird es nicht gemacht. Im Gegensatz dazu, dass wir sogar als Staatsziel gesehen, Social Scoring, dass wir das Credit Scoring schon immer hatten, vor Machine Learning, aber es gab andere Algorithmen, die Menschen klassifiziert haben, die das dort einsetzen, um eine Gesellschaft zu steuern. Und jetzt gleich noch Feedback zu einem Vorredner, dass Österreich auch in 10 Jahren noch, wie weit es jetzt konkurrenzfähig sein kann am Markt, wenn China jetzt mit diesen Methoden sich Vorteile erschafft, gegenüber der westlichen Welt, deshalb wir greifen das an, also aller Eingriff in die Keimbahn, ein chinesischer Forscher hat Babys geklont, die ganze wissenschaftliche Community war aufgebraucht, es gab den Konsens, das wird nicht gemacht, es hat jemand gemacht, einfach weil es möglich ist. Und in China ist es keine theoretische Frage mehr, dass es theoretisch gemacht werden könnte. Es ist in China das erklärte Ziel, KI-Weltführer zu sein, in einigen Jahren. Und die pfeifen sie relativ wenig um diese ethischen Werte, die wir uns anfangen. Die Frage von mir schließt mich jetzt auch an die Ethik an und auch das Vorhaben der künstlichen Intelligenz und Kressern, dass wir die künstliche Intelligenz auch für das Ethikverständnis brauchen, das Verhältnis von Weltanschauung. Und deswegen würde ich Sie, herkommen, Frau Neumann, fragen, was Sie konkret machen, dass in Schulen der Ethikunterricht endlich verpflichtend für alle Schüler eingeführt wird. Und zwar frei von Religionen. Ja, also es ist eine Forderung unsererseits, ja, die wir in dem Fall, glaube ich, an die Politik richten können und das auch tun, fordern wir jedenfalls, weil es wichtig ist, das zu diskutieren. Ja. Noch auf die Frage zu dem Universitätszugang für die Schülerinnen. Das war das, was ich vorhin ein bisschen versucht habe, dramatisieren, darauf hinzuweisen. Ich glaube, es gibt bisher so ein bisschen die Verständigung Human in the Loop. Also es muss immer noch ein Mensch mit eingebunden sein, völlig frei von einem, also man kann es Vier-Augen-Prinzip und jetzt ist es halt nur noch 2 menschliche und 2 maschinelle oder wie auch immer. Aber gibt es das als Grundsatz. Es ist aber tatsächlich vorstellbar und tatsächlich sehr problematisch. Die Möglichkeiten, die wir uns ausmalen können. Und ich glaube, es geht hierbei auch so ein bisschen um, man muss manchmal, glaube ich, kann es auch konstruktiv sein, ganz schwarze Szenarien zu malen, damit man die möglichst nicht erreicht. Quasi, dass man eben versucht, rechtzeitig und frühgreifend so einzugreifen und so umzulenken, dass man eben dort nicht hinkommt, dass es wirklich zum systematischen Ausschluss kommt. Und wir haben das allgemein das Problem, dass es tatsächlich relativ einfach ist,
künstliche Intelligenzsysteme, so Machine Learning, sofern sie eben bisher existieren, so einzusetzen, dass sie diesen Überwachungsstaat, diese Überwachungsmechanismen, ja, dass sie das beobachten auch an Arbeitsplätzen, ja, das wird tatsächlich sehr einfach, während es umgekehrt sehr viel schwieriger ist, die ganzen ethischen Fragen zu beantworten auf so einer Ebene, dass ich sage, das ist allgemein gültig, ja, weil das ist, also Ethik ist ja auch etwas sehr Subjektives, ja. Also zumindest wenn wir die Weltkugel anschauen. Und da kann ich nur sagen, es muss transparent sein, welche Daten von mir verwendet werden, wie die gewichtet werden und was die Entscheidungsgrundlage ist und wie ich dagegen vorgehen kann, so ich dann davon überzeugt bin, dass es nicht richtig ist. Das ist eine sehr, sehr globale Forderung, aber noch viel konkreter habe ich es nicht. Vielleicht ganz kurz nur, weil China gefallen ist etc. Also unsere Aufgabe, denke ich, ist, dass wir am Ball bleiben als Land Österreich, als Europa vor allem. Also ich bin auch ein sehr starker Verfechter des europäischen Gedankens, um am Ball zu bleiben. Ja, ich meine, die Horrorszenarien vielleicht, sie zu binden, persönlich sage ich eher, wir sind weit weg von Horrorszenarien. Künstliche Intelligenz heute, wir sprechen von drei Kategorien, von einer engen, von einer breiteren und von der Blackbox, die ist halt auch schon mal gefallen. Wir sind ganz am Anfang zwischen eng und vielleicht broader AI. Wir stehen wirklich hier am Anfang. Und am Ende würde ich sagen, ja, wenn China deklariert, sie sind die künstliche Intelligenz, macht irgendwann einmal, es hängt wieder von uns am Ende des Tages ab, was wollen wir in der Gesellschaft. Ja? Wir hatten da einen Philosophen bei uns einmal zu Besuch. Ja, man kann heute in den Kindergarten einen Roboter stellen und die Kinder werden glücklich sein, wenn sie draufdrücken und die Musik spielt und das wird ihnen gefallen. Aber es sind wir die Eltern, die entscheiden, ob wir einen Kindergarten wollen, der einen Menschen hat oder einen Roboter hat. Und wenn wir dann sagen, wir schicken es dorthin zum Roboter, weil es vielleicht billiger ist als fünf Arbeitskräfte, dann war das unsere Fehlentscheidung. Ja, wir können das steuern. Das liegt ja in unserer Hand als Gesellschaft. Ja. Wenn wir selber als Gesellschaft nur noch immer auf das Günstigste und auf das Attraktivste, Billigste gehen, ja, dann wird es schwierig auch für die Regierung und für die Unternehmen sich anzupassen. Wenn wir alle nochmal beim Flugbeispiel zu bleiben, den günstigsten Flug haben wollen, ja, dann wird es schwierig sein, dass die Flugsicherheit etc. und alles dann aufrechterhalten werden kann. Wir versuchen in den Gesprächen, weil das Ihre konkrete Frage war, als Unternehmen sehr stark zu appellieren an die Schulen auf unterschiedlichen Ebenen, jetzt nicht ethisch spezifisch, aber diese Dinge in die Aufklärung mit reinzupacken. Wir haben auch mit der ÖBB übrigens ein ganz tolles Projekt zum Thema Girls Tech Day und machen auch gemeinsam jetzt schon seit Jahren ganz schöne Sachen, um Schüler spezifisch auch direkt anzusprechen. Aber es ist unsere Aufgabe als Unternehmer auch, hier Sprachrohr zu sein, zu denen, die das verantworten. Ja. Und dann darf ich, komme gleich dazu, weil es mich als Europäer so anspringt. Danke für das Hereinbringen von Europa. Wir vergleichen uns jetzt mit China oder was macht China und welche Richtung gehen wir? Also hier der Appell ist, kommen die EU-Wahlen, bitte gehen Sie hin und stimmen Sie. Wir haben am 3. April ein Podium, ein Panel hier, herzliche Einladung hier an alle Anwesenden mitzudiskutieren und hoffentlich recht viele Vertreter von Parteien, denen man auch die Frage stellen kann, was macht sie zum Thema Digitalisierung. Ich möchte eine spezielle Thematik AI und Ethik herausgreifen, wo ich glaube, dass wir nur auf Europaebene lösen können. Wir haben Deutschland, Österreich, glaube ich, nicht so weit auseinander, sprachlich und auch trennt uns die Sprache sehr, aber trotzdem, wir haben komplett andere Ethikdefinitionen zum Thema Autofahren und fahre ich das Auto in eine Gruppe oder in quasi die minimalste Anzahl von Opfern. Und wenn wir das schon mit Minimaldistanz in Europa nicht zusammenbringen, hier einen Standard gesetzlich zu haben, wie soll denn eine AI sagen, ich bin jetzt in Österreich, jetzt darf ich dort hineinfahren oder dort hineinfahren, wenn ich an autonomes Fahren denke. Aber da hatten wir eine Frage, es hat mir auf der Zunge gebrannt, dass man Europa bitte. Nein, es ist weniger als Frage, sondern mehr so als Gedankenanstoß, der mich jetzt schon seit Wochen eigentlich beschäftigt und genau zu dem Thema passt, weil ich bin da ganz bei einer Gesellschaft formt sich selbst, ja, und man muss da sich an den Ohr nehmen und sagen, das will ich und das machen wir. Nur haben wir Regeln und wir haben Ethik, also Grundlagen, die man versucht in die Unternehmen zu bringen und so weiter. Und ja, und dann haben wir aber auch diese Firmen, die wirklich startup-mäßig wirklich soziale Basis bieten. Aber auch das Gegenteil. Also wir haben dann auch eben die Subkriminellen und wir haben auch ganze Länder und die Social Scoring offen leben und so.
Und wir haben, legen immer mehr Wert auf die Gesellschaft jetzt auf besonders veganes, als Gott was für ein Leben. Trotzdem geht die industrielle Lebensmittelproduktion in die Höhe. Also das ist irgendwie, man sieht halt, es wird beides gehen. Weil wir haben gesehen, wir haben im Internet Protokolle gebaut, immer mehr jetzt. Also wir haben von HTTP auf HTTPS umgestellt, wir haben von FTP auf FTPS umgestellt, wir haben sehr viele so Verschlüsselungsprotokolle dahinter. Könnte man, müsste man nicht eine Art Ethikprotokoll dazwischen bauen, sozusagen Asimov-Gesetze in eine Blockchain zu bauen und zu sagen, ich gebe meine Daten dem, diesen Regeln, dieses Hackeln, zu, wenn du mir versprichst, du folgst dem und dem. Also ich kann es einfach aussuchen, ja, kann sagen, den Menschenrechten und dann tust du auch noch, wenn du mir versprechen kannst, dem und dem Blog in der Chain zu folgen, dann darfst du mit den Daten das machen, was ich meine. Also, dass man ein Protokoll entwickeln müsste, weil ich kann zwar sagen, aus meinem gesellschaftlichen und meinem moralischen, meiner ethischen Verständnis von einem schönen Leben, schöne neue Welt, gut und schön, vertraue ich, aber ich weiß nicht, wer dann daneben noch sitzt und sagt, ha, und so, Alter, weiß nicht, Post, ja, der habe ich vertraut und sagt sie mir, hoffentlich in 2, 3 Wochen, 2 Monaten, welches politische Verständnis ich habe. Ich weiß es ja noch gar nicht, was ich da habe. Ja. Naja, Einladung zur Arbeit, da kann man Wahl und Pass schon. Bitte schön. Ich wollte was sagen, das Thema ein bisschen. Und greift noch ein bisschen zurück, 3 Punkte. Thema AI. Ich würde mal empfehlen, soweit das umsetzbar ist, nie ohne Kontrolle des Menschen. Es ist so, dass es in der Automatisierungstechnik Produktionsstraßen gibt, wo Maschinen automatisch was tun. Menschen stehen daneben und kontrollieren sich, ob schon passen auf, was passiert. Bei AI-Entscheidungen ist es garantiert nicht so einfach. Aber trotzdem gibt es ja so, und vielleicht gerade deswegen, eine entsprechende Diskussion gegenüber die Entscheidungsprozesse AI unterstützt sind oder regelbasiert im AMS und die Wogen sind hoch. Gegangen, man sollte schon aufpassen, was man tut. Das war das eine, und in dem Zusammenhang besteht unmittelbar der nächste Punkt, Kompetenz durch Bildung. Was heute zu sehen ist in unserer Umwelt, in Firmen bis in die Politik, wie schnell man ohne jede Bildung sehr kompetent ist, ohne es wirklich zu sein, das ist erschreckend. Und genau Kompetenzlosigkeit bewirkt, dass die falschen Entscheidungen ohne Berücksichtigung von genügend Umfeld, Ethik etc. getroffen werden. Also da ist viel zu tun, meine ich. Und Sie haben es immer wieder angesprochen, Frau Neumann, Bildung ist der Schlüssel dahin, dass was geht. Wir haben für zum Beispiel manche Firmen, aber jedenfalls für Politiker, überhaupt kein Berufsbild, wo es heißt, die Vorbedingungen muss man haben. Reden muss man kennen, das ist alles. Letzter Punkt, Datenschutzerklärung. Sie haben Datenschutz angesprochen, du hast davon geredet. Die Firmen, die Daten sammeln, sind verpflichtet, Webseiten eine Datenschutzerklärung abzugeben. Wenn man sich die durchliest, weiß man genauso wenig, was die mit den Daten tun. Es ist erschreckend, ich soll einwilligen, ich habe eh alles da stehen, sagt das Unternehmen. Schnallen tue ich es aber nicht, was es heißt. Und dann, wenn ich aber die Seite betreiben will oder verwenden will, muss ich Haken machen. Also ich weiß gar nicht, auf was ich mich einlasse, obwohl sie formal der DSGVO genügend tun. Vielen Dank für die vielen Punkte, die hier waren. Ich möchte das vielleicht gleich einmal in eine Richtung zusammenfassen, nachdem wir ja zeitlich ein bisschen schon in die Länge kommen. Was können wir tun, und das jetzt für die Frage in dem Panel, und vielleicht sind auch hier einige dieser Aspekte, die angesprochen wurden, interessant aufzugreifen, um alle auf den Weg mitzunehmen, nämlich jeder Einzelne, ja, also sprich, lerne zu verstehen, was du liest, lerne Blockchain-Regeln, Asimov etc. zu nehmen. Was können Non-Profit-Organisationen oder NGOs tun, damit wir den richtigen Weg beschreiten? Brauchen wir Zivilgesellschaft und müssen wir uns verdammt einmal selber zum Bewegen anfangen, oder genügt es, wenn wir uns hinsetzen und sagen, die machen das schon, für mich ist es eh alles leider. Wenn ich das so sagen darf, was muss die Wirtschaft tun, das haben wir heute schon ein bisschen gesprochen, und last but not least, gibt es vielleicht auch einen Wunschzettel an die Politik? Bitte, liebe Kollegen. Wer immer.
Na gut, wer muss was tun? Alle müssen was tun. Ich glaube, da können wir uns schnell drauf einigen. Jeder dort, wo er kann. Wir von der Arbeiterkammer haben auch einen Digitalisierungsfonds eingerichtet jetzt, der genau dort ein bisschen anschieben soll. Und zwar suchen wir müssen unser Agieren auch der politischen Situation anpassen. Wir haben bisher relativ viel versucht, Studien zu lancieren und so, wie verändert die Digitalisierung die Arbeitswelt, Berufsbilder und so weiter, wie können wir darauf reagieren und was könnten unsere entsprechenden Forderungen sein, was könnte man, sollte getan werden auf politischer Ebene. Diese Zeit ist ein bisschen vorbei jetzt, haben wir schon viel diesbezüglich gehört und finden wir auch mit unseren Forderungen zunehmend wenig Gehör. Jetzt haben wir diesen Digitalisierungsfonds aufgesetzt, der versucht, Projekte zu fördern, die aufzeigen, was getan werden kann, das heißt vor Ort. Das heißt, und das stößt genau daran an, weil dieser Digitalisierungsfonds, der richtet sich an Betriebsrätinnen, der richtet sich an Unternehmen, der richtet sich an Startups, der richtet sich an Zivilgesellschaft, NGOs, sich zu überlegen, wie digitale Technologien eingesetzt werden können, damit sie Arbeitsbedingungen verbessern, ganz grob gesagt. Und da geht es um partizipative Modelle, da geht es um Arbeitszeitgestaltungsmodelle und so weiter und so fort. Das heißt, dass wir, glaube ich, jetzt alle durchaus aufgerufen sind und wir versuchen, das ein bisschen proaktiv anzuschieben, indem wir gewisse Möglichkeiten schaffen, auf allen Ebenen darüber nachzudenken. Das heißt, dass wir es nicht nur delegieren an irgendwelche Spitzen in den Unternehmen und in der Regierung, sondern eben auch auf allen anderen Ebenen. Ich glaube, da braucht es einen Befähigungsprozess auch, dass man sich das auch leisten kann, sich Gedanken darüber zu machen. Das ist ja auch ein bisschen ein Aspekt. Wir können immer als Gesellschaft viel entscheiden wollen. Wir brauchen aber auch den Diskurs, wir brauchen die Möglichkeit, diesen zu führen und uns dort einzubringen, die Zeit, die Muße und so weiter. Das spielt ja dann alles zusammen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch ein bisschen sagen, am Ende des Tages, bei all diesen Digitalisierungsdiskussionen, die wir führen, habe ich das Gefühl, das tüncht ein bisschen drüber hinweg, über die beinharten Interessenskonflikte, die in diesem Kontext nach wie vor geführt werden. Und die poppen überall auf und die sind nach wie vor aktuell. Und ich glaube, die gilt es auch als solche zu erkennen und zu führen. Also ich bin ja durchaus ein Befürworter, weil diese Interessen müssen aufeinandertreffen und müssen zu einer Lösung gemeinsam finden. Das heißt, ich würde durchaus dafür plädieren, dass man darauf hinschaut, was gibt es für Interessen, warum fordert wer was, was steht dahinter und wie kann man einen Konsens finden. Ich glaube, das ist etwas, was wir ein bisschen verlernt haben, weil es immer als fauler Kompromiss verkauft wird. Dabei, glaube ich, sind genau diese durchaus nötig. Und auch bei der Frage, was für Arbeit werden wir noch haben oder nicht, auch das ist für mich eine Frage, die sich am Ende des Tages über die Verteilungsfrage, die es eben in diesem Interessenskonflikt zu lösen gilt, lösen lässt. Denn ich gehe davon aus, dass es immer Beschäftigung geben wird. Die Frage ist, für welche Beschäftigung gibt es welche Bezahlung? Also quasi die ist für mich das ist für mich die viel entscheidendere Diskussion in Wahrheit. Wir haben es schon gehört. Quasi, ich bin durchaus dafür, dass mir die künstliche Intelligenz Teile meiner Arbeit abnimmt. Vorausgesetzt natürlich, ich habe immer noch eine Existenz quasi und die muss ich mir dann die muss ich mir nach wie vor leisten können. Und das muss natürlich für alle gelten. Und ich glaube, diese Fragen sind die entscheidenden, dem alle zugrunde liegenden. Und ich glaube, die zu adressieren und sich dieser bewusst zu sein, ist wichtig, weil wir aktuell das nicht mehr gern haben, das oder habe ich so ein bisschen das Gefühl, eben diese Notwendigkeit des gemeinsamen Miteinandersprechens. Und ich glaube, dass es aber ganz entscheidend ist, dass wir diesen Diskurs möglichst breit führen und eben alle mit hineinnehmen, auch wenn es den Prozess teilweise verlangsamt. Glaube ich, ist das genau die europäische Chance, die wir haben. Zwischen den USA, wo wir das Gefühl haben, dass mitunter sehr viel Entscheidungsmacht bei den privaten Konzernen liegt, und Asien, wo sie dann wiederum bei den staatlichen Kräften liegt. Bei uns sollte sie im Idealfall in der Zivilgesellschaft liegen. Und dann wollte ich auch noch mal ganz kurz aufgreifen, was du vorweg gesagt hast. Ich möchte unbedingt euch alle, sofern ihr unselbstständig erwerbstätig seid, zur Wahl aufrufen, also teilzunehmen an der Arbeiterkammerwahl zwischen 20. März und 2. April. Könnt ihr eure Interessensvertretung, die Zusammensetzung eurer Interessensvertretung wählen. Ich glaube, dass es wichtig ist für all diese Rechte, all diese demokratischen Rechte, die wir haben, wurde viel gekämpft.
Es wird jetzt als selbstverständlich wahrgenommen und uns ist eine Wahlbeteiligung extremst wichtig. Insofern würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Aufruf nachkommen könnt. Dankeschön. Hingehen, der Stimmen zählt. Genau. Oder man kann sie, glaube ich, nicht über die machen, EU-Wahl ne? ist auch ja. wichtig. Ja, genau. Wie kann man wählen? Man bekommt eine, also sofern man eben unselbstständig erwerbstätig ist, bekommt man einen Stimmzettel nach Hause, diesen Stimmzettel in ein blaues Kuvert, dieses blaue Kuvert in ein frankiertes weißes Kuvert. Na, es ist insofern tatsächlich wichtig, als dass viele das weiße Kuvert, also das blaue Kuvert ins Postkastel werfen, weil sie anonym wählen wollen. Es muss aber in das wo der Name draufsteht und die Post, sonst wissen wir nicht, wer gewählt hat und die Stimme kann nicht gezählt werden. Wir nehmen das blaue Kuvert aus dem weißen Kuvert heraus und zählen natürlich anonym. Wir wollen was gerne machen müssen. Bitte? Schickt doch mal, schickt das an mir vor. Aber es ist, der Zettel ist einfach, es gibt rechts Ringel, links Namen und den, der am Basten kreist und machen. Genau. Aber weiter im Band. Wir müssen für 4 Millionen Menschen in diesem Land eine Wahl organisieren. Das ist beinahe so viel Wahlberechtigte wie bei der Nationalratswahl, wo der gesamte Staatsapparat involviert ist und die Wahlanfechtungsmöglichkeiten, die wir bei der letzten Präsidentschaftswahl erlebt haben, die gelten auch für uns. Entsprechend ist das nicht ganz einfach, auch bürokratisch nicht. Bitte? Und zu den Kleber? Ja, den Kleber haben wir geprüft. Wunderbar. Okay, also ich kann jetzt nicht zum Plädoyer halten, weil uns wird nicht gewählt, aber was mir gefallen hat an der Diskussion erstens, dass sie sehr aktiv war. Das ist für mich einfach auch motivierend zu sehen, Sie, die heute da sind, erstens legen Wert auf das Thema Mensch spricht mit Mensch. Ja. Sie legen Wert für dieses Thema, also ein Kompliment von meiner Seite für Sie, weil es ist Ihre Zeit und Sie haben ja auch andere Tätigkeiten etc. an so einem Tag zu erfüllen. Also finde ich toll, dass das zustande kommt und ein schöner Beweis, dass Menschen interessiert sind. Tränen in der Diskussion, für mich ein Stück Digitalisierung an sich, und da gebe ich recht, wird manchmal so drüber gelegt, aber das Beispiel, ob ich den Lebenslauf eines Bewerbers, der älter als 50 ist oder nicht, aussortiere, hat nichts mit KI zu tun, das ist das Mindset eines Unternehmens. Es hat auch nichts mit KI zu tun, ob jetzt Ausbildung, Bildung, Kommunikation, unsere Kaiser und Könige in den vergangenen Jahrhunderten haben auch toll reden können, sind vielleicht deswegen dann wieder nicht gewählt, aber haben sich halten können. Also viele Dinge sind einfach menschliche Sachen, die haben nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Selber plädiere ich ganz stark an das Thema, es fängt bei jedem Individuum an, mit diesem verantwortungsvollen Umgang mit Dingen. Es setzt an am Thema Transparenz, es setzt an am Thema Ausbildung in dem Zusammenhang. Und persönlich und wir als Unternehmen sind ein großer Verfechter und Überzeuger zum Thema, es wird immer sein, ein Thema Mensch und Maschine. Danke. Kann gern. Ja. Ja, mir wird oft gesagt, dass ich so mutig bin, weil ich quasi in diesem sehr männerdominierten Umfeld ein Tech-Startup gründe mit allen Risiken und allen Schwierigkeiten, die dazugehören. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt das, was wir brauchen. Wir brauchen alle diesen Mut, dass wir was verändern wollen. Und ich will eben verändern die Ungerechtigkeit in Bezug auf Generationen. Will mich da einfach stark engagieren und auch stark engagieren für lebenslanges Lernen. Und dann glaube ich aber, wie Sie auch gesagt haben, es liegt wirklich sehr stark am Individuum, dass man eben mutig ist, dass man sich einsetzt, dass man sich überlegt, was will ich und was will ich unterstützen, was will ich hergeben, was will ich noch lernen, was will ich verlernen. Ja, und dann als Unternehmen wollen wir natürlich auch einen Bildungsauftrag erfüllen und wir haben auch sehr, sehr viele Daten von unseren Usern, von unseren Pensionistinnen, die Lebensläufe kreieren und da mit uns auch ihre Erfahrungen teilen und so weiter. Und wir gehen sehr, sehr verantwortungsbewusst damit um. Es stimmt, wir müssen es noch besser erklären. Wir wollen auch jetzt ein Video machen, um eben die ganzen Datenschutzregeln zu erklären, die wir einhalten. Aber ich glaube, ja, Unternehmen haben einen Bildungsauftrag und einen Auftrag zur Transparenz und vor allem auch zum den Auftrag, respektvoll mit ihren Usern und mit ihren Mitarbeitern umzugehen. Und das ist eigentlich sehr unabhängig davon, ob wir jetzt KIs einsetzen oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, ich glaube, wir dürfen einfach diese Menschlichkeit nicht vergessen.
Ich starte vielleicht von einem anderen Punkt, nämlich ich gehe gerne jeden Tag in die Arbeit, weil ich glaube, wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit, in der wir die Möglichkeit haben, sehr viele Grundannahmen nochmal zu überdenken. So wie wir in der industriellen Revolution die Maschine als neue Werkzeug in unserem Werkzeugkoffer dazu gewonnen haben, das uns geholfen hat, Muskelarbeit zu ersetzen, finde ich, kriegen wir jetzt die KI als Werkzeug in unseren Werkzeugkoffer, um unsere geistige Leistung zu verstärken. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen, es ist ein Werkzeug, mit dem wir auch lernen müssen, umzugehen im Sinne eines ethischen Verständnisses. Ich glaube aber, dass gerade die Zeit, in der wir jetzt sind oder die jetzt anbricht, insofern spannend ist, weil sie uns Menschen auf eine spannende Reise bringen wird und sagen wird, wie sieht Ethik aus? Wir müssen uns viel mehr Gedanken darüber machen, weil wir müssen es einer Maschine im Endeffekt beibringen. Und wenn wir es uns selber nicht einmal erklären können, wie sollen wir es jemandem beibringen? Das heißt, ich freue mich auf diese Zeit, sehr reflektiert an das Thema heranzugehen, weil, das kam auch schon vor, möchte ich aber nochmal unterstreichen, weil ich auch aus meiner täglichen Arbeit heraus ein absoluter Verfechter bin dieser Maschine-Mensch-Kooperation. Es ist nicht ein Maschine gegen Mensch. Jeder, der Maschine gegen Mensch postuliert, hat das Thema nicht vollumfassend verstanden, sondern es ist ein Mensch mit Maschine, genauso wie es ein Mensch mit Dampfmaschine war und ist bis heute. Und ich glaube, dass da eine sehr spannende Zeit kommt, die aber von allen von uns in der Gesellschaft wirklich ein Optimum verlangen muss, weil das kann sehr schnell schief gehen. Wir können sehr schnell Fehltritte machen, die sehr große Ausmaße haben. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr so Diskussionsrunden wie heute stattfinden, wo viele verschiedene Aspekte aufeinandertreffen. Und ich vermisse das teilweise in der Politik. Ja, es kommt jetzt langsam. Ich hätte es gerne immer ein bisschen schneller, ja? Weil ich glaube, die Technik entwickelt sich so weit, dass wir sehr viel machen können und da auch uns selber bewusst werden sollen, was wir wollen und in welche Richtung wir es wollen. Da sind wir sicher als Konsumenten gefragt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auch als Menschen einer Gesellschaft zu postulieren. Nochmal geht wählen. Also ich finde, es sollte viel mehr so Veranstaltungen geben, wo man offen darüber redet, weil ich als Techniker habe definitiv nicht den Universalblick auf alle Themen. Und es hat mir zum Beispiel extrem viel Spaß gemacht, heute verschiedene Meinungen zu hören. Ich gehe bereichert aus der Diskussion heraus und ich hoffe, Sie auch. Und so gesehen würde ich mir mehr so etwas wünschen, weil ich glaube, das bringt die Gesellschaft noch. Super, danke. Das war ja fast eine Elfmeter-Auflage für mich. Jetzt muss ich es nur mal wieder Priola, Muleva nehmen und einnetzen. Das ist ja genau das, warum wir als Digital Society versuchen, Experten, Expertinnen zusammenzubringen. Diese Digitalks sind von der Idee her immer nur ein Start-up sozusagen für jetzt müssen wir mehr machen. Wir wollen versuchen, die Leute zu bewegen. Wir laden Sie herzlich ein, zu unseren weiteren Veranstaltungen. Die nächste ist am 3. April zum Thema EU-Wahl hingehen und wählen. Meine Stimme zählt. Nicht zu wählen kann nie das Thema sein. So faul kann ich gar nicht sein. Das uns bestimmen auf jeden Fall die anderen, was passiert. Und das finde ich, ist sich wohl keiner, sollte wohl keiner nehmen. Gilt natürlich genauso für die Arbeiterkammer, weil ich bin halt Unternehmer. Ich darf nicht wählen, aber ist okay. Also bei euch zumindest. Aber bei der EU-Wahl. Wir haben Folgeveranstaltungen, wo wir euch alle, und das darf ich jetzt herzlich einladen, mitzumachen, mitzudiskutieren. Wir glauben, es ist der Wiener Ansatz, ein bisschen zu wenig nur ranzen, hilft nichts, sondern wir müssen auch die Ärmel aufkrempeln und sagen, was könnte man denn besser machen, welchen Konsens haben wir? Und wir haben anfänglich über Inclusion gesprochen, in den einleitenden Worten, Männer, Frauen, Alter, Fachrichtungen, Sichtweisen. Ja, wir haben genau hier den Bedarf zu sagen, wie bereiten wir als auch teilweise Interessensvertretung denn für die Politik Dinge vor, die wir dann auf unterschiedlichsten Kanälen spielen können und spielen müssen. Aber es wird nur passieren, wenn wir alle gemeinsam etwas tun. Und in dem Sinne darf ich den lieben Werner, unseren Präsidenten, bitten, sozusagen den Abschluss zu machen. Ja, danke ganz herzlich allen Beteiligten an diesem Abend.
dem gesamten Panel, dem Alfons für die Moderation, Ihnen fürs Kommen, dem Michi Ebner, der die Kamera bedient, und allen anderen, die Sie gar nicht gesehen haben, die damit mitgearbeitet haben, dass die Veranstaltung heute erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich einladen, auch wie der Alfons es gerade angesprochen hat, bei uns mitzuarbeiten. Wir haben unterschiedliche Themenbereiche, wo wir immer Leute brauchen, die sich gerne einbringen wollen, die mitdiskutieren, die ihre Aspekte einbringen. Wir brauchen aber auch noch einmal gesagt Mitglieder, die uns mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Man kann sie ganz leicht anmelden, auch digital auf der Homepage, ist nur quasi ein Gig, und man kann auch online gleich bezahlen, das ist auch ganz schnell. Dann möchte ich auch nur noch sozusagen zum Abschluss alle ganz herzlich einladen. Da drüben ist schon ein bisschen was hergerichtet. Ich bin sicher, dass wir nicht alles heute beantworten konnten, dass viele Fragen offen geblieben sind. Vielleicht machen wir es auch wieder wienerisch, so wie der Alfons gesagt hat, bei einem Gläschen Wein oder Bier oder einem Softdrink aus dem Eiskasten, und wir vertiefen vielleicht noch das eine oder andere. Also Dankeschön fürs Kommen, noch einmal Dankeschön ans Panel, und ich glaube, es war ein sehr gelungener Abend. Danke.